Sagen, 1,8 Milliarden Menschen sind oder gehören zu dem islamischen, zur islamischen Religion, und von denen sind einige, ich denke mal 90%, die nicht mal wissen, an was sie richtig glauben. Und Lira, wie gesagt, da ist das Einfachste, ein Buch aufzuschlagen namens Koran und drinnen zu lesen, und dann weißt du ganz genau, was da los ist. Ja, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Also ich meine jetzt nicht die Christen oder die, wie auch immer, Hinduisten, Buddhisten, wie auch immer. Nur ich denke, wenn man jetzt an den Koran fest glaubt und dann dadurch entmenschlicht man ja einfach die Frau und dadurch die Hälfte der Menschheit. So meinte ich das jetzt einfach irgendwo. Und ich bin jetzt oft so ein bisschen bei TikTok und guck so, wollte einfach mal so ein bisschen hören, und deswegen dachte ich, ihr habt so ein bisschen Ahnung und ich frage einfach mal nach. Und bin natürlich, ich bin sehr schockiert, muss ich sagen. Krass. Ich werde gleich die Suche zeigen. Bleib mal dran, ne? Und da gebe ich dir auch zwei, drei Sachen. Da kannst du dich ein bisschen damit dann später beschäftigen. Nein, die Frage, Ihre Frage war, warum so viel Anhänger? Das habe ich verstanden, richtig, Lehrer? Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Also ich ja, genau. Aber du musst dich vorstellen, ne? Man lebt in einem Land, wo man mit einer Ideologie lebt, wo auch viele Menschen vom Kind, also wenn er auf die Welt kommt, ist, ja, die Bildung von dir weggenommen wird. Ja? Es gibt ein Buch, Koran, und das Buch wird als heiliges Buch bezeichnet, und du darfst dieses Buch nicht kritisieren, du darfst einfach zuhören. In vielen Ländern versteht man sogar dieses Buch nicht, weil es auf Arabisch ist. Und da musst du auswendig lernen, und viele Tabus gibt es auch in dieser Länder. Genau wie, sag mal so, wenn viele Muslime jetzt nicht falsch verstehen, Nationalsozialismus, Dritte Reich, ja, wo man nicht den Mund aufmachen dürfte. Abgesehen davon, Mohammed oder den Propheten kritisieren, das ist auch Haram, das ist sogar, kannst du gesteinigt werden und so. Diese Menschen werden so, also groß, also aufgewachsen, viele, viele Millionen Menschen, ja, das nehmen die auch mit nach Deutschland, bis man diesen Weg findet, sich bildet und versteht und sich damit, wie wir Atheisten jetzt, manche von uns, ja, das dauert ein bisschen, ja, und das ist eine Kultur da, die jahrelang so durchgesetzt hat, ja, viele Leute sind nicht böse, aber die folgen einfach, ne, einfach folgen. Nein, das ist das Problem. Ja. Kritisieren ist einfach Sünde. Durch eine Kritik kannst du auch getötet werden, in manchen Ländern, nicht überall, ne? Wo Islam herrscht oder islamische Staat als Gesetz und Scharia als Gesetz ist, da hast du überhaupt keine Chance, das zu kritisieren. Ja? Wie vor kurzem in Saudi-Arabien oder im Iran. Da brauchst du irgendwas gegen den Imam sagen, da bist du im Gefängnis. Im schlimmsten Fall bist du gehangen. Und Saudi-Arabien mit Peitschen fangen an und was weiß ich was. Das ist der Grund, warum viele folgen. Ja, das verstehe ich total, was du sagst. Das glaube ich, ja klar. Man kennt das auch nicht anders und ist vielleicht auch nicht so weltoffen aufgeklärt. Und eine Frage habe ich vielleicht noch ganz kurz eben. Ich kann es natürlich auch selber lesen. Also die Männer, was passiert denn mit den Frauen laut Koran? Also wenn die jetzt, also wo, kommen die auch in das gleiche Himmelsreich wie die Männer, oder gibt es da auch Unterschiede? Nee, die kommen in die Hölle. Fast alle Frauen kommen in die Hölle. Was? Also da gibt es Hadithe von Mohammed, wo die, also das ist nicht im Koran, aber ich weiß nicht davon, aber es gibt einmal Hadithe, und da gibt es auch Koran, ne? In Hadithen steht auch drauf, dass viele Frauen, fast alle Frauen erstmal in die Hölle kommen. Was, echt? Ach, krass. Ja, also als Frau hast du keine Chance. Und es gibt ein Hadith, das ist von Sahih Bukhari, die habe ich vorhin gelesen oder gerade habe ich gelesen. Da sagt Mohammed, der große Leid eines Mannes sind die Frauen. Ja. Und das ist, glaube ich, kann ich auch nicht sagen, wenn du Google musst, Sahih Bukhari, das ist Buch 662 und Seite 33. Ne? Oder da gibt es auch mehrere Hadithe, wo Frauen überhaupt keine Chance haben, sagen wir mal so. Okay, jetzt noch eine Frage. Ihr könnt auch sagen, das ist jetzt langweilig, weil ich bin einfach total interessiert. Warum hat Allah dann überhaupt die Frau erschaffen, wenn die ja eigentlich nur total doof ist und sowieso in die Hölle kommt? Und warum muss die Frau denn? Die Gelüste der Männer zu Durst. Lehrer, ich zeig dir das kurz einmal. Schreib dir das drauf, und du kannst dann später irgendwie ein bisschen selber noch lesen. Ist das okay, oder? Ja, ist okay. Oh, krass, ey. Ich
wusste ich, dass es so extrem ist, tatsächlich. Ja, okay. Merkt ihr auf jeden Fall hier die Suche? Warte, ich mache einen Screenshot. Genau, du machst einfach Stichschirm hier. Habe ich, ja. So, die Sure ist natürlich das der Koran, was Allah und Muhammad hat, dass Allah es befohlen hat. Du musst es immer denken, Allah hat es befohlen. So, dazu ist dieses, das ist der Kapitel dafür, also der Vers, da kannst du wie gesagt auch lesen. Das nicht so, ist nicht so schwer, du tippst einfach die Sure 424 auch auf Deutsch übersetzt. Aber wichtig ist die Erläuterung. Die Erläuterung ist immer die Gelehrten quasi. Und die haben ja alle Gelehrten, so ich sage wie bei uns die Priester. Bei denen sind die Gelehrten, die quasi diese Sure aufgeklärt haben. Und es gibt ja Meinungsverschiedenheit von verschiedenen Gelehrten. Und wir haben hier ein, das ist der Höchste bei denen. Das ist der Ibn Kathir ist das, ne? Und er beschreibt dir, du kannst das ist ein bisschen langer Test, du kannst ein Bild machen und da kannst du es selber ein bisschen lesen. Okay. Und hier sind halt Seiten, wo es nochmal von Bukhari und die anderen, die es nochmal alles quasi rüberbringen. Ne? So. Kurz dazwischen grätschen. Sekunde. Hast du das, Lena? Ja, danke dir. Habe ich. So, du kannst ja, wie gesagt, hier so mehrere Bilder machen und da kannst du alles so Bilder befassen. Ich ziehe das einfach so rüber und du machst einfach Skischum so ein bisschen, ne? Da kannst du verstehen, was es bedeutet. Hier, dieses Wort ist einfach eine Zeit, er ist das, ne? Was die Schia machen und so. Okay. So, das läuft alles auf diese Sure quasi. Und hier sind natürlich die größten Gelehrten wieder von denen, was sie dazu sagen. Auf Englisch, du kannst es auch auf Englisch. Oder du kannst die Seite auch hier auf Arabisch auch nehmen, ist auch kein Problem. Ist das angekommen? Ist angekommen, klar. Sehr gut. Mach dich mal ein bisschen schlau und gut ist es. Ich sag jetzt mal, die Muslime, die jetzt auch sehr europäisch oder welt, was auch immer, oh Gott, eine gute Freundin von mir ist Muslimin, aber die ist nicht so. Also es legt jetzt ja auch nicht jeder so radikal aus, oder? Ja, weil die das nicht liest, weil die nicht wisst, was da im Buch ist. Wenn die dir ein Buch liest und weiß, dass solche Sachen da drin sind, die wird von heute auf morgen den Islam verlassen. Die gehen einfach nur zur Moschee und der Imam liest dir ein bisschen Quatschen was vor, flüstert ein bisschen was und das war es. Wir haben ja in der Schule gelernt, wer flüstert, der lügt. Deswegen ist es einfach nur Schwachsinn da. Ne? Aber wenn die nach deren Buch gehen und ihre Gelehrten, es ist alles nur SEX. Es ist nur Gewalt und alles SEX-Buch ist das, mehr nicht. Für den Gutes des Mannes, ne? Die Frau ist, wie du sagtest gerade, die Frau ist einfach eine Putzlappen. Punkt. Darf ich kurz dazwischen grätschen? Also ich nehme es ehrlich gesagt Lira überhaupt nicht übel, dass sie Fragen stellt. Also es ist ganz normal. Aber ich meine, dass eure Meinungen oder das, was ihr euch da durchliest, wirklich nicht korrekt ist. Ich finde, ihr seid da schon ein bisschen also anti-Islam. Also ihr seid überhaupt nicht neutral. Und ich finde, wenn Lira wirklich irgendwas über den Islam lernen möchte, dass sie vielleicht sich also mit Muslimen beschäftigt. Was will sie denn da beschäftigen, wenn da steht Kinderehe, wenn sie da steht, die Frauen dürfen geschlagen werden, die Frauen nicht im Badr, was will sie damit beschäftigen? Also ich verstehe ja, dass... Wie weiß das doch, was für Kinder... Was für Islam ist das denn? Deine Interpretation. Bravo, lass sie reden. Lass Lehrer reden. Du hast irgendeine Word-Datei oder so. Oder irgendeine. Das ist der Koran, den ich habe. Du kannst das nicht lesen. Du brauchst. Kann ich bitte einmal zu Ende. Lass es wieder reden. Erzähl was Wahres. Erzähl einfach nicht. Authentische Hadithe und korrekte Interpretation, um in der Lage zu sein, zu sagen, dass das, was da steht, auch stimmt. Weil ja, ich kann jetzt auch ins Internet gehen und... Ja, weißt du, ist denn Ibn Kathir kein authentischer? Sahih Muslim, Sahih Bukhari ist kein authentischer? Wie willst du sonst folgen? Entschuldigung, ich bin gar nicht aggressiv, also alles ist cool. Ich habe gerade nur eine Word-Datei gesehen, um echt zu sein. Und ich weiß nicht, aber das ist die Läuterung. Du kannst das runterladen alles, verstehst du? Ich weiß nicht, wer die Word-Datei verfasst hat. Ich meine einfach, dass wenn man was über eine Religion lernen möchte, dass man am besten dann in die Kreise geht und da lernt und nicht... Kleinen Moment. Aber wenn man eine Religion lernen möchte, nicht in Moschee geht oder man kann auch selber lernen. Koran, wie der Kollege... Ganz kurz. Erste Frage an dich als Frau. Hast du dich mit Religion, mit Islam beschäftigt? Ich bin selber Muslima. Ich trage ein Kopftuch. Ja, hast du dich beschäftigt? Und ich darf ja Terroristin.
Darf ich mal schnell was sagen? Nee, ich möchte ganz, warte mal ganz kurz. Ich habe eine Frage an dich. Was hat dich beschäftigt mit deiner Religion? Wie, was hat mich beschäftigt mit meiner Religion? Hast du überhaupt was im Koran gelesen, Ahadith gelesen? Und weißt du, warum du überhaupt Kopftuch trägst? Da gibt es so einen Grund auch, ne? Ja, ich weiß, warum ich Kopftuch trage. Ja, warum? Damit die Männer nicht erregt werden, richtig? Nee, weil eine Frau ist sehr wertvoll. Er hat schon recht. Wo steht das denn? Wo steht das? Frau wertvoll ist? Kann ich stellvertretend für Sie reden? Ich bin auch Muslim. Also, ich finde, das ist komisch, dass ihr mich als Frau nicht aussprechen lässt und ihr mich hier auslacht. Das ist schon dezent ein bisschen, also ich fühle mich gerade erniedrigt. Genau, das möchte ich auch sagen. Bitte lass Sie ausreden. Also, ich als Frau bin sehr wertvoll und ich lasse mich nicht aufgrund meines Äußerlichen von Männern reduzieren. Niemals. Und aber wo steht das? Das möchte ich wissen. In welchem Vers, in welchen Ahadith? Ich bin ehrlich, ich kann dir nicht den korrekten Vers nennen, aber wenn du behauptest, dass... Schreib einfach Sahih Bukhari 174. Martin Müller heißt eigentlich Abdul Majid. Hat er sich genannt Martin Müller. Allah will mich, ich glaube nicht an eure Allah, was Allah will mich richten. Wie soll er das machen? Also der hat es schon in 13 Jahren nicht gemacht, warum soll er jetzt anfangen? Hör auf zu beleidigen, Martin Müller. Beleidigungen bleiben nicht an mich kleben, Mist. Egal, weißt du, du beleidigst, du zeigst nur deinen Charakter, wie du erzogen wurdest. Dankeschön. Wir wissen jetzt, wie deine Eltern geredet haben vor dir, damit du sowas lernst. Okay. Ja. Aber es war halt, ne? Ja, was ist das? Warum soll er so reden? Das heißt, die reden so zu Hause. Wollt ihr das aufgehört? Ja, wenn es nicht mehr weitergeht, dann so. Ja. Aber Gubi, du hast ihn echt erwischt mit dem Alkohol trinken. Ja, da wusste er nicht mehr weit. Da habe ich auch gesagt, sobald du eine Lüge erwischt, dann schreit man. Das ist ein Beweis dafür, dass du dann nicht mehr weiter weißt. Weil, ach komm, wie viele kennen wir, die haben Koks gezogen? Bravo, TikTok Bravo, bitte. Ja, Bruder. Bravo, eine ist mit marokkanischer Flagge, da sagt, ich mache mich sauber mit 1 Kilo Papier. Hol ihm dieser Hadith, wo Prophet mit 3 Steinen sich gewaschen hat. Ja. Oder auch was das ist ja, der hat mit 3 Steinen. Das heißt, er ist nicht mal mit Wasser, mit Steinen. Gubi, du musst so geh, versuch mal. Und nicht mit Mist, nicht mit getrockneter Mist und nicht mit Steinen, weil das ist Essen vom Djinn. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht gehört. Gubi, du musst so verstehen. Ich lese euch den Hadith. Ich hab's wieder leider nicht verstanden. Guck mal, du musst so verstehen. Du kaufst Victory-Schuhe, ne? Ja. Hast aber das Geld für Nike-Schuhe. Ja. Und du weißt aber, Victory-Schuhe gehen in einer Woche kaputt. Ne? Mhm. Aber die Nike-Schuhe, die bleiben dir dein Leben lang. Welche kaufst du? Dann eigentlich die Nike, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Und so kannst du das vereinbaren mit den Büchern. Verstehst du? Leider habe ich das nicht verstanden. Guck mal. Die Bibel, ne? Mhm. Die Bibel, da wurde ja die Jesaja-Rolle gefunden. Die ist 1:1 überreichbar mit den Schriften, was wir bekommen haben. 1:1. Also ich habe mich leider nicht mit der Bibel auseinandergesetzt, deswegen kann ja, ich auch voll nicht schade, ja. Viel dazu aber, sagen. Aber der Koran wurde ja, schau mal, du musst dir mal vorstellen, der Koran wurde von einer Ziege kaputt gegessen. Wirklich, ist echt so passiert damals. Und da gibt's auch irgendwo Sahih al-Bukhari oder keine Ahnung, irgendwo, ich muss mal nachfragen. Aber der wurde doch erst später geschrieben, also ich weiß. Ja, später geschrieben. So viele Sachen. Nur zwei Versen wurden von der Ziege gegessen. Nur zwei Verse. Genau, nur zwei Versen. Aber das sind so viele Sachen, was zum Beispiel. Aber diese zwei Verse sollten aber was ist mit dem Rest? Die zwei Verse können wir ja weglassen. Ja, ich sag ja, da sind so viele Sachen auch von uns nachgeschrieben worden. Verstehst du? Und die müssen an uns, an das Injil und die Tora glauben. So. Aber wenn er jetzt einer sagt, zum Beispiel, ja, Jesus, also ich bin in der Irrlehre. Früher waren es ja Mohammedaner. Kann ich dich mal was fragen? Ganz kurz. Die haben sich ja früher Mohammedaner genannt.
Da hieß nicht, da gab's nicht Islam oder doch, gab's schon Islam, aber da gab's jetzt nicht Sunni. Da schreibt einer Mohammedaner, bis die ja geblutet haben. Die haben sich Mohammedaner genannt. Das ist so dumm. Die haben sich Mohammedaner genannt, nach Mohammed, Prophet Mohammed, verstehst du? Die haben sich Mohammed. Ja? Okay, Bruder, du hast ja Hadith Nummer 174 erwähnt, gell? Okay, hast du die Fatwa gelesen? Was für ein Fatwa? Was sagt der Hadith? Lest uns den Hadith. Okay, kann ich euch direkt die Fatwa vorlesen? Was für ein Fatwa? Verstehe ich nicht. Wie soll ich dir erklären? Die Bedeutung vom Hadith genauer. Die Tafsir. Genau, ungefähr, ja. Ja, der Hadith hat Anas, der Sohn von Omar, erzählt. Kann ich kurz erklären? Kann ich kurz vorlesen oder ich kann auch zeigen? Kannst du, bitteschön. Ja, ja. Okay, eine Sekunde. Weil danach muss ich auch wieder weg, weil ich spiele gerade irgendwelche Spiele mit meinen Kollegen und dann. Das habe ich halt mit meinem. Aber lies uns erstmal den Hadith bitte auf Deutsch. Ja, okay, das kann ich machen, warte, hier. Danke. Mein Vater sagte, während der Lebzeit vom Propheten haben die Hunde in der Moschee halt gepisst, gepinkelt. Okay. Reicht es oder soll ich nochmal auf Englisch lesen oder? Ich mach dich groß, warte, ich mach dich groß und zeige es. Okay, dann. Ja, das hast du doch gerade vorher gelesen gehabt, Babu. Das wissen wir. Okay. Will einer von euch vorlesen oder soll ich? Ja, alles gut. Mach du, Bruder. Okay. Der Urin eines Hundes muss gereinigt werden, wenn er auf den Boden oder auf die eigene Kleidung und dergleichen gelangt, so wie es vorgeschrieben ist, ein Gefäß zu waschen, wenn ein Hund daraus trinkt. Dieser Hadith kann so verstanden werden, dass er sich auf das Gegenteil davon bezieht, denn Ibn Umar berichtet, dass Hunde zur Zeit des Propheten Allah segne ihn und gebe ihm Heil, in der Moschee urinierten und kamen und gingen, und die Sahaba, Allahs Wohlgefallen auf ihn, besprengten nichts davon mit Wasser. Aus dem Hadith geht hervor, dass sie außerhalb der Moschee urinierten, an den Orten, an denen sie sich aufhielten, und dass sie in der Moschee ein- und ausgingen, indem sie passierten. Es ist nicht erlaubt, dass sich Hunde so lange in der Moschee aufhalten, dass sie in dem Gebäude spielen und urinieren. Vielmehr kamen und gingen sie zu bestimmten Zeiten und es gab keine Türen oder Tore an der Moschee, um die Hunde am Durchgang zu hindern. Wenn die Hunde die Moschee betraten, war es möglich, dass sie Speichel auf dem Boden der Moschee tropfte. Aber es war nichts Bestimmtes und es war nicht bekannt, wo er sein würde. Daher besprengten die Gefährten des Propheten Allah segne ihn und gebe ihm Heil, nichts davon mit Wasser, denn Gewissheit kann nicht durch Zweifel beseitigt werden. Sie waren sich sicher, dass die Moschee sauber und rein war, aber sie waren sich nicht sicher, ob sich der Speichel von den Hunden auf dem Boden befand oder wo er sich befand. Falls dies geschehen war, der Prophet Allah segne ihn und gebe ihm Heil, befahl den Urin des Beduinen mit Wasser zu besprengen, wenn er sicher war, dass er uriniert hatte und er wusste, wo er war. Und der Urin eines Hundes ist nicht weniger anstößig oder unrein als der Urin eines Beduinen. Okay, wurde also... Wer hat diesen Tafsir geschrieben? Das ist eine sichere Seite. Kannst du? Nein, der Tafsir, welcher Gelehrter, will ich wissen. Welcher Gelehrter? Ich weiß nicht, wo das steht, Bruder. Warte. Ich glaube, das ist das hier. In der Mitte, ja. As-Sahi Al-Gami. Muhammad ibn Ismail. Nein, zeig mal bitte von Anfang. Sahih Bukhari. Kannst du uns bitte lesen, wer das geschrieben hat? Sahih Jami, kenne ich. Geh mal ein bisschen näher, das ist zu klein. Aber ich weiß nicht, jetzt heißt, die wussten nicht, ob die Hunde da rein uriniert haben oder nicht. Also die meinen halt, zum Beispiel, wenn der Speichel vom Hund, der Hund von seinem Mund aufgeschmeißt. Das kenne ich, muss man mit Erde waschen, das kenne ich. Muss man mit Erde 7-mal waschen, das kenne ich. Ja, aber in der Moschee hat man es halt nicht gesehen, wenn es irgendwo hingetropft ist, weil die haben ja nicht den ganzen Boden. Die Hunde tragen auch keine Windel. Ne? Man kann sie ja nicht beobachten, ob sie uriniert haben oder nicht. Ja, eben. Und wenn ihr das gesehen habt, dann mussten die das natürlich halt... Haben sie aber nicht. Die haben gesagt, die haben... Also aber Bruder, hier steht doch, der Prophet Allah segne ihn und gebe ihm Heil, befahl den Urin des Beduinen mit Wasser zu besprengen. Wer hat das überhaupt gesagt? Das ist das Problem. Wer hat das gesagt?
Ich glaube, hier steht es, Bruder. Kannst du es lesen? Ja, aber ich sehe es nicht, warte. Okay. Sahih al-Jami', der Hadith ist von Sahih al-Jami', aber wer hat diese Erklärung hier, diese Tafsir geschrieben? Bruder, wallah, du fragst eine Frage, wenn ich das ja, aber, sehen guck, würde, ich weiß es eine nicht, Gelehrte, aber das ein wenn es jetzt nicht Ibn Kathir oder Tabari oder Qurtubi ist, dann glaube ich nicht, wenn jetzt irgendeiner, der heute geschrieben hat, einer, der sympathisch ist, dann nicht. Das ist so. Von, ich glaube, das ist von ihm, oder nicht, oder wenn ich gerade... Das ist nur ein Buch, Jami' al-Sahih ist ein Buch. Da stehen auch Hadiths, verstehst du, der Hadith ist auch... Imam Muhammad ibn Ismail? Ach so, warte. Bruder, das ist doch eine Fatwa, Bruder. Ich brauche ja jetzt nicht... Ich brauche auch nichts zu lesen. Wenn ich den Hadith gelesen habe, habe ich verstanden. Die Hunde haben dann uriniert. Das ist doch auch nicht wichtig, oder? Ja, weil die können nicht kontrollieren, ob sie uriniert haben. Haben die da Wasser? Die hatten nicht mal Wasser zum Waschen. Aber Bruder, das ist doch einfach eine ganz normale Erklärung zu dem Hadith, Bruder. Natürlich, die haben mehr Ahnung. Nein, das ist deine Meinung. Warte, Epsilon, wie heißt du? Also ich liebe Hunde, Hunde sind bessere Wesen als Menschen. Leute, bitte, wartet kurz, bitte. Guck mal, ich rede nicht oft, wirklich. Aber wenn ich frage, dann frage ich was. Epsilon, wie heißt du? Bruder, ich heiße Yasin. Yasin. Sagen wir, haben die nicht gepisst. Nicht mal einen Tropf. Ne? Okay, tamam. Aber ja. du weißt genau, wo Hund scheint, kommt der Engel kommt 40 Tage nicht darunter, ne? Weißt du das? Ja, aber Bruder, das ist ein Moschee. Das ist ein Moschee, warte, ja, wir reden über ein Moschee. Kann ich darauf antworten? Ja. Man konnte ja nicht die Hunde komplett davon zwingen, weil hier steht ja auch, und es gab keine Türen oder Tore an der Moschee. Heißt Konnte Allah dagegen nichts machen? Bruder, also bitte, du kannst ja auch nicht sagen, warum macht Allah keine Barrikade um Palästina, um die Israeliten? Ja, aber ich bitte dich, das ist ein Moschee, das ist doch ein Moschee, wir reden über Mekka. Ja, Bruder, wir reden natürlich über Mekka. Die sagen, die Moschee ein Ding, warum ist dort keine Barrikade rum, Bruder? Das ja, aber da kommen Hunde rein und raus, verstehst ja, du? Ja, natürlich. Weißt du, was du da redest? Ich verstehe schon, was du meinst, Bruder. Ich sag ja nicht, dass du nicht recht hast, aber Bruder, es ist nicht erlaubt, dass sich Hunde so lange in der Moschee aufhalten, aber die Türen waren ja offen. Also Die dürfen gar nicht rein. Nicht ja, Bruder, und aber aufhalten. Wie sollen die das verhindern? Die dürfen nicht mal in der Nähe dort rein. Da steht ja nicht extra an... Bruder, guck mal, die haben uriniert, die sind rein und rausgegangen. Da kann man nicht sagen, die haben keine Wasser drauf. Bruder, es erklärt die haben keine Wasser drauf geschüttelt. Kannst du uns vielleicht einen anderen Hadith lesen, warte. Welchen, Bruder? Findet ihr nicht, Hunde sind besser als Menschen? Sahih Abi Dawud, warte, Sahih Abi Dawud 66. Doch, wie manche Menschen auf jeden Fall. Schlechteste Mensch, also der schlechteste Hund ist nicht mal ein bisschen so schlimm wie der schlechteste Mensch, also... Ich werde euch auch gleich zeigen, dass der Mensch man ist das Schlechteste, was es gibt. Ich muss den Mensch zum Hund schlecht sagen. Nach dem Hadith muss ich dann weg, weil ich gehe mit meinen Freunden mal spielen. Alles gut, Bruder. Abi Dawud 66. Okay, tamam. Was spielst du? Ballerspiele, oder? Nein. Die gehen jetzt beten, Al-Fajr, der ist Muslim. The people ask the messenger of Allah, can we perform ablution? Wallah, wenn ich Englisch könnte. Zeig's mir auf Arabisch, damit ich überhaupt weiß, dass es das Richtige ist. Weil Chineser hier. Ja, genau. Okay, kann ich kurz übersetzen? Ja, natürlich. Okay, weil sonst verstehe ich nicht so viel. أنه عربيش انه قال لرسول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض واللحم ولحم الكلاب والنتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. Also die haben den Prophet gefragt, wie kannst du Wudu machen von einem Brunnen, wo Leute Menstruationstücher reinschmeißen und tote Hunde und Dreck. Der hat gesagt, das Wasser ist sauber und nichts macht es unrein. Okay, tamam. Ich hab's auch gerade gelesen. Kannst du es uns bitte lesen? Zeig's uns. Ach so, tamam. Was soll ich zeigen? Hier Übersetzung? Ja. Kannst du es lesen, bitte, damit die Freunde auch... Ja, kann ich machen. Das Volk fragte den Gesandten Allahs, können wir die Waschung aus dem Brunnen von Buddha vollziehen, der ein Brunnen ist, in den Menstruationskleidung, tote Hunde und stinkende Dinge geworfen wurden. Er antwortete, das Wasser ist rein und durch nichts verunreinigt. Okay, kannst du mir kurz 2 Minuten Zeit geben?
Ja, das ist gut. Also wir wissen heute, dass das Wasser sogar der beste Krankheitsträger ist, ne? Okay, Tom. Ja, natürlich. Wir dürfen nicht mal Fleisch waschen, weil dadurch machen wir, dass die Bakterien und Viren sich überall verteilen in der Küche. Ne? Du musst direkt das Fleisch von Verpackung direkt in die Pfanne, weil das Wasser ist das Beste, was die Krankheiten verteilt. Ja. Kanntest du den Hadith, Joniko? Nein, kannte ich nicht, Bruder. Hey Bruder, wie war das nochmal, Babo? Diese eine, das war doch so ein Kommentator oder so in so einer Show, in so einer koranischen Show, der wo dann die Frage gestellt hat, wie kann man kleine Kinder essen? Der hat 5 Jahre Knast bekommen, TikTok-sportlich. Weiß ich nicht, wer das war. Ich weiß nicht, Bruder, wer das war. Das Ich wollte war. nur eine Sache noch sagen zu diesem Brunnen von Bida'a. Das war keine richtige Brunnen, das war nur so eine Pfütze, ne? Das war nur so ein kleiner Ort, wo Wasser, weil ein Typ hat das gemessen und das waren 60 Zentimeter ungefähr. Also das war nur so ein Ort, wo es ein bisschen Wasser war. Das war keine richtige Brunnen. Der Typ hat das gemessen mit seinem Arm und es war ungefähr ein Arm lang, also 60 Zentimeter ungefähr. Okay. Aber guck mal, wenn man nur die Wahrheit spricht, ne, dann wird man angegriffen am Ende. Ja, deswegen sage ich, mit Reinheit und Sauberkeit und so hat mit der Islam nichts zu tun. Man kann ja nicht, ne? Wir können es schön reden. Heute haben wir Moscheen, die sauber sind, ne, wo Weihrauch ist, wo dies, aber damals war es nicht so und das hat sie auch nicht gestört. Die haben auch nichts dazu gesagt. Die haben weiter da gebetet, obwohl da Hunde reinkamen, Man ne? muss Ich schon meine, sagen, man muss. die Hunde hatten keine Windel. Die Hunde pissen überall, markieren ihre Territorium überall. Das machen die Tiere einfach so. Man kann ja sie nicht hinterherrennen. Und Wasser hatten sie sowieso nicht. Wir kennen ja den Hadith, wo Aisha sagt, ich habe mit Mohammed aus einer kleinen Schüssel Wasser Russel gemacht. Ne? Das Waschen nach dem Geschlechtsverkehr. Also das, und unsere Hände haben sich angefasst. Also zwar so klein und wenig Wasser, die haben quasi nur Wasser angefasst und über sich dann einfach so, ne? Krass. Geschmiert. Die hatten ja nicht genug. Ich kann auch den Hadith suchen, wenn ihr wollt, das mit den Russen. Sind Menschen nicht schlimmer als Hunde? Auf jeden Fall. Naja. Schau Wie mal, kann was man man dann zum Mensch. Hund irgendwie schlecht sagen? Man ist das schlechteste Wesen, was es gibt, aber dann macht man so ein gutes Wesen runter. Ich würde sagen, Hunde sind das treueste, beste, was es überhaupt so gibt. Ist Der Mensch so. ist jeder, Ist so. kein Mensch ist korrekt, jeder Mensch betrügt jeden. Wie viel, also der schlechteste Mensch hat vielleicht, was weiß ich, paar Millionen Menschen umgebracht. Als mein Hund gestorben ist, ne? Ich hatte einen Dobermann. Als mein Hund gestorben ist, der hat mich geküsst, geleckt und ich habe sogar Tränen in seinen Augen gesehen. Hunde sind treue Wesen, Menschen Ich sind sag dir nicht treu, ganz ehrlich, wir Menschen Menschen sind sind eine untreu, Million Menschen mal sind schlimmer. schlecht. Wir Menschen sind eine Million mal schlimmer wie Hunde. Hunde sind richtig treu, also es gibt fast kein besseres Wesen für einen Hund. Wenn ein Mensch stirbt, der wartet 20, 30 Jahre auf den, wenn er so lange lebt. Also Da gebe ich sowas wird dir. ein Mensch nicht machen. Ja. Schau, was der Mensch macht. Der Mensch ist dreckig, also der Mensch ist das schlechteste Wesen auf dem Ga hier im Da gebe ich Universum ist dir wahrscheinlich der schon. Mensch. Es gibt kein schlechteres Ich hole Wesen. mir wieder einen Hund jetzt. Hunde sind treu, Hunde lieben dich Ein Hund kann ohne. nicht lügen, er ist einfach da und auch wenn er dir in Ein die Wohnung Hund liebt scheißt, er dich weiß, ohne was er gemacht Grenzen. hat. Das ist so ein Mensch, der ist ein hinterhältiger als ein Mensch, geht gar nicht. Ja, Geht nicht. Wahnsinn. Ich habe den Hadith gefunden, Freunde. Okay. Ja, hier. Sahih Muslim 321. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنائي بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان. Also, die hatte ihre Hände gewaschen, also ihre Rüssel von der nach dem Geschlechtsverkehr zusammengemacht mit Mohammed in eine kleine Schüssel und da war nur ein bisschen Wasser. Und die sagte ihm immer, lass mir ein bisschen, lass mir ein bisschen. Den gibt es auch in Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari 59, 55. Warte, ich schreibe mir kurz auf. Nur um zu zeigen, dass sie nicht genügend Wasser hatten, diese Leute, versteht ihr? Die könnten nicht sauber sein, weil die hatten nicht genügend Wasser. Ist ja ein Fakt. In der Wüste hast du kein Wasser. Und du verschwendest auch kein Wasser. Y, bist weg, Bruder. Wenn du nicht kannst, du kannst mir folgen. Wenn ich wieder live bin, kannst du gerne Ich bin wieder euch folgen. ehrlich, ich habe gerade eher zugehört. Es tut mir leid, ich suche noch weiter, aber ich habe gerade eher zugehört. Sahih al-Bukhari, wo war das? 59, 55. Tamam. Oder Sahih Muslim Absolut 321. richtig.
Ja. Aber ich danke, Bruder. Eine Minute noch. Wenn ich nicht finde, bin ich euch ehrlich, sage ich euch Bescheid, oder? Alles gut. Okay. Kein Problem. Gibt hier einen anderen. Auch mit Maimuna hat er nun einen Sahih ibn Majah 308. In der Nabi Salam, ich das erlaube Maimuna mit Ina in Wahidin für Hirkatat und für Atarul Ajin. Ja. Yasin, woher kommst du? Ich bin Türke, oder? Hm? Okay. Hey, Sahih Abi Dawud 77, auch konnte auch das Ilo einer Rasul sallallahu alaihi wa sallam in Ina in Wahidin und Hnujan Ben. Also die haben sich quasi angefasst in den Schüssel. Aber ziehst du dich auch so an wie am Bild? Yasin. Wie bitte, Bruder? Ziehst du dich auch so an wie am Bild? So. Nein, natürlich nicht. Also, was heißt natürlich nicht? Aber sag mal ehrlich, warum machst du dann so ein Bild rein? Einfach so, weil ich fand das nicht so hässlich. Also. Das ist doch jetzt eigentlich egal, Bruder. Ich versuch, alles gut. Aber so kommst du halt viel krasser vor, weißt du? So. Sei mir nicht böse, Mann. Du kommst mir vor wie der Größte. Aber nicht böse gemeint. Alles gut. Jeder kann ja machen, was er will, ne? So sieht er aus wie ein Achi. Land. Ey, warte, wo ist. Ey, der Islam perfekt. Also muss ich hier beleidigen, Islam perfekt? Du weißt genau, wie ich ticke. Also sei leiser, lieber. Ehrlich, ich rede mit Sieg, weil ich ihn kenne. Okay, er akzeptiert. Wenn er mich in den Hund nimmt, dann soll er mich in den Hund nehmen, ist egal. Aber soll er hochkommen und dann sagen, verstehst du? Aber nein, darüber zu lachen, nein, kann ich dich nochmal stummen, wenn du willst. Babu ist jetzt Christ. Weil er schreibt, ist Babu Atheist oder Christ? Jetzt sage ich hier einfach, Babu ist Christ geworden jetzt, seit heute. Alhamdulillah. Okay, ich ja, mich nicht ein. Mich. Okay. Soll ich zeigen? Oder wollt ihr noch was sagen? Hast du es gefunden? Ja. Okay, zeig doch. Mach deine Kamera. So, mach ich. Kein Problem. Ich habe das jetzt auf Deutsch übersetzt. Einfach, damit man leichter lesen kann. Das ist meine Antwort. Jemand hat dasselbe gefragt. Welche Seite ist das, Bruder? Das ist islame.net. Okay. Soll ich wieder vorlesen? Ja. Ich weiß nicht, was für eine Antwort. Keine Ahnung. Hier ist auch. Warte mal. Aber musst du die ganze Seite jetzt vorlesen? Was sagen Sie da? Du hast es bestimmt vorher gelesen. Ich habe es vorher gelesen, aber warte, ich versuche es gut zu fassen. Bruder, lass mich lieber vorlesen, weil ich kann es gerade nicht kurz fassen. Ich bin nicht ehrlich, ich bin ein bisschen müde, aber kann ich kurz vorlesen? Ja, mach. Okay. Ich lese einfach ab hier vor und das passt, glaube ich. Also, wenn du meinst, das ist eine komische Antwort, warte mal. Also, die erklären halt, dass dort auch Sachen reingeworfen und so wurden. Und halt die Menschen trotzdem, wenn sie es am dringendsten benötigten, trotzdem dieses Wasser nutzen sollten. Und dass zu der Zeit des Propheten dieser Brunnen ungefähr 6 Ellen lang war, ist, ja. Was mehr als 3 Meter bedeutet. Oh, aber Bruder, und dass er breit ist und viel Wasser enthält. Oh, aber trotzdem, Bruder, du musst dir so vorstellen. Das ist eher eine Ausrede als eine Erklärung. Das aber ist Bruder, schon du musst klar. Dir so vorstellen, wenn die Leute wirklich kein Wasser hatten, dann konnten sie ja das nicht. Okay, ja, aber der sagt, dass das Wasser rein ist und nichts kann das Wasser unrein machen. Verstehst du das schon? Und das stimmt nicht, weil eine Leiche in Wasser ist ja nicht. Ach so, ja, ich verstehe, was du meinst. Warte mal, kann ich kurz noch mal? Das ist nur eine Ausrede, weil es denen peinlich ist. Das macht schon ein bisschen Sinn, weil wenn die Menschen wirklich es nötig hatten und kein Wasser kaufen konnten oder Wasser hatten, dann. Sagte ich doch. Aber trotzdem, der hat Dawudu gemacht und dann gebetet. Und heute, wie die Muslime machen alle eine auf sauber, auf dies. Es gab nicht. Es gab sogar auch nur. Heute gibt es auch viel mehr Wasser. Also wenn muss du das auch keine Wudu sein. Es muss auch keine Wudu sein, es kann auch nur Tayammum mit einem Stein sein. Du brauchst auch kein Wasser.
Ja, das ist ja auch klar. In den Koran steht ja auch in und wenn ihr eure Geschäft erledigt habt, das große Geschäft oder Frauen angefasst habt und ihr keine Wasser findet, dann solltet ihr einfach mit einem Stein Tayammum machen. Ich sag euch, die Leute hatten keine, die waren nicht sauber. Das ist mein Punkt. Und da wo Leichen, Menstruationstücher, hallo, und Müll. Oh, die können versuchen, es so schön auszureden. Natürlich suchen sie Ausreden und wollen es irgendwie schön reden. Dabei können sie nicht. Der hat einen Fehler gemacht, indem er gesagt hat, das Wasser ist sauber und nichts macht es unrein. Das stimmt nicht. Heute wissen wir, dass Bakterien und Viren und so sich am meisten in Wasser verbreiten. Krankheiten, Cholera, was weiß ich, diese ganzen Krankheiten. Wir merken es auch dann, wenn Überflutungen irgendwo sind, dass da Krankheiten am meisten sich verbreiten. Legionellen zum Beispiel. Ja, Salmonellen, Tuberkulose. Okay, kann ich Legionellen, nicht Salmonellen. Weil ich glaube, das erklärt jetzt deine Frage, Bruder. Also deine, du verstehst schon, was ich meine. Hier steht es, wenn du meinst, wie man die Waschung aus dem, in denen diese Dinge geworfen werden, dann ist die Antwort, dass da das Wasser eine riesige Menge ist und sich keiner seiner drei Eigenschaften, Geruch, Geschmack und Farbe, durch das, was hineingeworfen wird, verändert hat. Okay, lassen wir das kurz weg. Aber woher sollen die das wissen, diese Leute, dass sie es auf Internet? Das ist eine Seite, die heute geschrieben wurde. Woher sollen die wissen, diese Sache? Weil es der Prophet, ich glaube, weil... Sie gehen davon, Bruder, das ist eine Ausrede. Sei dir bitte selbst ehrlich. Also, ich bin dir ehrlich, schau mal, ich bin ehrlich bei sowas, aber ich finde, das ist keine Ausrede, weil ich Bruder, guck mal. Da dieser Brunnen, wie beschrieben, guck mal, Yassin. Ist Yassin. Es nicht klug, seine Nutzung einzuschränken, Yassin, und die Menschen Yassin. Daran... Yassin. Aber er sagt, du hast nicht meinen Punkt verstanden, er sagt, dass Wasser rein ist und nichts kann es unrein machen. Yassin, das stimmt nicht. Ganz kurz, Yassin. Ich springe in einen Brunnen rein, verletze mich, ich sterbe in dem Brunnen, okay? Aha. Ich bin da eine Wasserleiche. Hast du schon mal eine Wasserleiche gesehen? Nein, Bruder. Google mal eine Wasserleiche. Ich habe schon mal eine echte Wasserleiche gesehen. Google mal Wasserleiche. Aber zeig's nicht hier, Bruder, wir können es nicht zeigen, bitte. Nein, genau. Ja, die dekomposiert sich, ja. Die Leiche. Kann geht platzen. Auseinander. Ja, die geht auseinander und kann platzen im Wasser. Okay? Aha. Und jetzt, warte mal. Und jetzt findet mich irgendjemand nach, sagen wir mal, abgesehen davon, nach 48 Stunden fängt der an, schon richtig aufzugehen. Und jetzt zieh mich raus. Sagen wir mal, nach 2 Tagen. Jetzt ziehst du mich raus. Würdest du in drei Jahren später wieder dahin gehen und aus dem Brunnen trinken? Jetzt in dieser Position, wo ich hier bin, oder meinst du, in dieser Position, nein. Ja, aber Bruder, was rechtfertigt, dann mache ich doch einen neuen Brunnen, Bruder. Was rechtfertigt dieser Brunnen, aus diesem Brunnen, den Brunnen werde ich zumachen, Bruder. Den Brunnen werde ich kaputt machen und schaufel lieber mit der Schaufel einen neuen Brunnen irgendwo 150, 200 Meter weiter, so tief wie möglich, bevor ich aus da irgendwas trinke. Und die hatten außerdem Semsem, die hatten das Brunnen von Semsem. Der war sauber. Ja. Bruder, das ist einfach nur die Erklärung, ich sag ja nicht. Bruder, die haben früher Ägypten, schau mal Ägypten. Das ist keine Erklärung, Bruder, das ist eine Ausrede. Schau mal, eine hier, steht Ausrede. Ja auch, hier steht ja auch, da dieser Brunnen, wie beschrieben ist, ist es nicht klug, seine Nutzung einzuschränken und die Menschen daran zu hindern, sein Wasser zu nutzen, während sie sein Wasser am dringendsten benötigen. Solange seine Eigenschaften gleich bleiben, also der Geruch, der Geschmack und Farbe. Wenn sie sich jedoch seine Eigenschaften ändert, dann ist sie nach dem Konsens aller Gelehrten unrein. Also wenn es da wenig Wasser gab und es war in der Wüste, denke ich auch, Leichenwasser ist Gold, mehr wert als Gold, oder? Wenn du wirklich Durst hast, trinkst du alles, also das ist dir scheißegal, wie viel Leichen da drin sind. Naja. Was du sagst, stimmt eigentlich, also ich bin ehrlich, ja. Wenn es um dein Leben geht, du wirklich Durst hast, Bruder, was willst du sonst machen? Bruder, kannst du nicht. Aber du bekommst Krankheiten. Das Wasser ist nicht rein und wird doch davon dreckig gemacht. Das ist mein Punkt. Also wissenschaftlich, heute wissen wir, dass es nicht stimmt, das, was er gesagt hat. Ja, auch wenn es nur kleine Bakterien, die werden sich vermehren viel, viel schnell. Wir wissen, wie Bakterien und Viren sich so vermehren. Aber und diese ganze Brunnen wäre... Gubi, ganz kurz. Wo befindet sich im Körper jeden Tag... Darm. Nein, nein. Darm, wo noch?
Du meinst Mikrobiom, was wolltest du gerade sagen? Also wo befindet sich im Körper der meiste Dreck? Wo wird er enthalten, wo wird er am meisten ausgeschieden? Am After, wie meinst du das? Nein, im Urin. Ja, Urin, Witzchen auch. Urin, im Urin. Warum kann man im Urin nachschauen, ob du Drogen genommen hast, zum Beispiel? Ja, weil das ein Filter ist, das genau, scheidest genau. Du es ja aus. Wenn du aber jeden Tag 3, 4, 5, 6 Liter trinkst, scheidest du, reinigst du deinen Urin schnell, oder nicht? Also das ist schon zu viel. 6 Liter ist schon verrückt. Nein, da machst du deine Nieren kaputt. Das ist schon viel, Bruder. Maximal 3 Liter. Das ist doch das Krasse am Menschen. Der Mensch ist so anpassbar. Es gibt hier irgendwo, habe ich auf YouTube gesehen, ein Mensch, der nur irgendwie Aas isst oder so, also nur abgelaufenes Essen, der isst sonst nichts. Der Mensch passt sich an. Also der Mensch ist hier das Krasseste, was es gibt. So was gibt's gar nicht. Es gibt auch Krankheiten, Bruder, die dann da doch schlecht machen. Doch, Bruder Yassin oder Yassir oder wie heißt du? Yassin. Nimm dir Zeit zu suchen, folge mir, du kannst gerne in Zukunft wiederkommen, wenn du Zeit hast und wir unterhalten uns. Nimm dir die Zeit, darüber zu recherchieren, was die Leute gesagt haben. Weil das ist eine neue Seite, die machen da einfach eine Ausrede, um es schön zu reden, weil die heute wissen, dass es falsch ist, wissenschaftlich falsch ist. Das ist wirklich nur so. Ich weiß, dass es einfach schwer ist. Man bekommt auch eine kognitive Dissonanz. Man denkt, eine Sache ist wahr, absolut wahr. Und dann wird man mit solchen Sachen konfrontiert. Und dann kann man es irgendwie nicht akzeptieren. Dein Kopf kommt damit nicht klar. Aha. Das ist verständlich. Das ist wie bei Kindern. Kleine Kinder, die denken, den Weihnachtsmann gibt es, ne? Bei einem gewissen Alter sagst du, nein, den gibt's nicht. Und dann fangen sie an zu schreien, werden sie verrückt. Die können es nicht akzeptieren. Der Kopf kann das nicht bearbeiten. Das heißt, kognitive Dissonanz. Nimm dir die Zeit zu suchen. Kannst du auch gerne Imame fragen oder so, und dann teile uns wieder die Antwort oder das, was du ja findest. Über die Hunde im Moschee und über das hier auch, wenn du Zeit hast. Okay, tamam. Danke dir. Ich danke dir auch für deine, dass du höflich bist und sehr, sehr, sehr lieber Junge. Ja, sehr korrekt gewesen. Respektiere ich. Der ist leider selten. Respekt von dir, ehrlich. Solche Menschen mag ich, ehrlich. Ich danke dir sehr. Ohne Beleidigung, ohne gar nicht, ehrlich. Das ist Respekt. Ja, kein Problem. Ich danke auch euch. Mehr Probleme. Wir klären auch nur auf. Guck mal, wir klären auch nur auf. Wir beleidigen nicht oder so. Wir klären nur auf. Mehr nicht. Okay, aber eine Frage hätte ich noch an Babu. Ja. Also, Bruder, ich will dich mal so fragen. Janne, was hat dich so weggebracht? Verstehst du, ich meine? Also so einfach nebenbei. Ja, aber dafür brauchen wir viel länger. Aber nur ganz kurz, also ich meine damit, ob dich der Koran eher weggebracht hat oder eher die Hadithe. Also beide, Bruder. Die meisten Sachen, die im Koran gibt es auch in den Hadithen. Aber ich würde sagen, auch eher beide eigentlich. Beide, das ist wirklich, das sind viele Sachen, dafür braucht man viel Zeit. Ja, ja, nur kurz gefasst. Also ja, mittlerweile Kinder eher, Sklaverei, Kriegsverbrechen, so Sachen, ne? Manchen Menschen handeln, wie Mohammed umgegangen ist mit den Sklaven und so, das auch sehr, ja. Alles Erberecht, im Allgemeinen oder was? Erberecht im Koran, das ist auch falsch, wenn man da ein bisschen sich vertieft hat. Auch, viele Sachen, ich kann jetzt nicht alles benennen, ja, aber wir können gerne jedes Mal über eine Sache reden. Zum Beispiel, einmal reden wir über Kinder, einmal reden wir über Sklaverei, einmal reden wir über Dschihad. Und so. Okay. Ja, du bist willkommen, immer wenn du möchtest. Daumen, okay, hat. Ich danke dir, hat mich gefreut. Ich danke euch, hat. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kann ich kurz erzählen, wieso ich von Religion mich abgewandt habe? Ja, bitteschön. Alles, was übernatürlich ist, wo mein logischer Menschenverstand mir sagt, das kann leider nicht sein, so, wieso passiert keine Magie vor meinen Augen? Da muss man nicht besonders schlau sein. Ich finde, allein da solltest du schalten. Oder? Was denkt ihr? Ja, aber das ist, was ich erklärt habe mit den kognitiven Dissonanz. Manchmal kann dein Kopf das einfach nicht akzeptieren. Ja, hast Angst in der Hölle. Ich meine, dieses Religion, ich war ja auch oft als Kind in der Gemeinde und so. Ich meine, dieses, du hast so eine Ehrfurcht, das ist so groß, dieses Ding. Du darfst es nicht angreifen, weil es ist heilig. Und damit haben die dich. Und dann versprechen die etwas nach dem Tod. Die Belohnung kriegst du erst danach. Also das ist die perfekte Verarschung sozusagen. Du kannst gar nichts dagegen machen.
Nein, 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 nein. Guck mal, guck mal. Das kannst du auch nicht sagen. Na, schau mal. Du bist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Verstehst du? Ja, okay, aber wie soll ich sagen? Denkst du wirklich Gott so ein übergroßes Wesen? Also ich weiß, also was ich wirklich denke, ist so, ich kann dir nicht sagen, ob es Gott gibt oder nicht gibt, aber er ist auf jeden Fall nicht so, wie die Religionen uns das erzählen. So ist es auf gar keinen Fall, das kann ich dir sagen. Das denke ich. Jede Religion, denke ich, ist falsch. Vielleicht gibt es da was Übernatürliches, keine Ahnung, wie es ist, keine Ahnung, was es ist. Wir wissen nicht, wie wir entstanden haben. Wir können nicht dahinter gucken, das ist unmöglich. Aber wieso sollten wir unser Leben jetzt damit verschwenden? Auf jeden Fall, wofür ich bin, wir sollten alle versuchen, gute Menschen zu sein. Alles, was richtig ist, sollten wir versuchen zu machen. Wir sind intelligente Wesen, dazu brauchen wir nicht irgendwas anderes. Ich meine, viele Sachen kriegen wir auch beigebracht, wo wir hunderte Jahre später merken, das war falsch und dann müssen wir das verbessern. Damals hätten wir das nicht wissen können, weil die Situationen waren anders. Aber wenn wir das dann verstehen, müssen wir uns anpassen, müssen wir versuchen, das besser zu machen, uns einfach weiterentwickeln. Ich meine, wenn wir uns an so was Altes festhalten, dann machen wir uns selber so einen Stopp. Wieso sollten wir das machen? Das wäre doch dumm, oder? Ich bin gleicher Meinung. Wenn jemand was anderes sagt, dann weiß ich auch nicht. Ob es einen Gott gibt oder nicht, weißt du, ist mir auch egal, aber was mir schwer fällt zu glauben, ist, dass ein Gott mit der Menschheit gesprochen hat, ne? Was die Nachricht beinhaltet. Genau, alles, was übernatürlich ist. Wieso sollte er das machen? Und dieser eine Mensch dann und keine Ahnung, er will unbedingt die Menschheit retten und er liebt. Und das Lustigste ist immer, du musst ihn anbeten. Das ist das Co. Wieso solltest du einen Gott? Ein Gott braucht deine Aufmerksamkeit nicht. Er ist so krass. Das ist eher so. Wenn er deine Gebete braucht, dann ist er unvollständig, dann braucht er was, ja. Ja, so schwach kann dieses übernatürliche Wesen, es kann alles erschaffen, das hier, so ein riesiges Universum, und da musst du Mensch ihn unbedingt bitten um irgendwas, und das macht keinen Sinn. Ja, das, ich meine, jedes auch Gebet, die Hölle, auch jedes die Gebet, Hölle, das du machst, gell, tu lieber für diese Sache, wo du betest, tu lieber was dafür, anstatt dafür zu beten. Du hältst dich selber davon ab, das ist wie eine Droge, so. Denk doch mal ganz kurz. Ja, überleg dir. Guck mal, überleg dir, Gubi. Du bist ja ungläubig. Du glaubst das gar nicht, ne? Zum Beispiel, wenn du eine Gläubige und eine Ungläubige laufen die auf die Straße und eine Frau sitzt da, ne? Und sagt, ich brauche Hilfe. Du als Ungläubiger, du hilfst nur, weil du das willst. Aber der Gläubige, der hilft, weil er Punkte sammelt. Der will eine Gegenleistung, genau. Ja, genau. Ja. Und das finde ich einfach. Also vom Herz kommt das nicht. Also nur, sagt, ach, ich helfe die Frau, damit ich Punkte sammle, damit ich ein guter Mensch bin. Das, Und das finde ich, sowas zu, an sowas zu denken alleine, ich finde das, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Das ist dumm. Also wäre dieser, ja. Das ist eine Gehirnwäsche, jede Religion ist eine krasse Gehirnwäsche. Du bist so tief da drin, dass du die einfachsten Sachen der Welt nicht verstehst, so. Wie soll man dir noch helfen? Deswegen ist es auch so schwer, Leute jetzt da rauszubekommen, weil sie können ja nicht mal anzweifeln. Du musst doch deine eigene Religion wenigstens anzweifeln können, wenigstens mal für eine Minute denken können, was, wenn es falsch ist, was, wenn es das ist. Aber das ist so ein fetter Schleier. Aber habe ich doch gemacht, das kannst du doch nicht urteilen, Mann. Ja, du vielleicht, aber ich meinte jetzt für jeden. Ich habe ja den Islam kritisiert, übertrieben. Habe ich ja, aber als ich die Bibel gelesen habe, sage ich dir ganz ehrlich, was ist. In der Bibel gab es doch auch irgendwas. Irgendeiner hat Wasser getrennt oder so. Einfach so. Ab da würde ich spätestens, wäre der Moment. Mal, ich bin noch nicht bibelperfekt, aber bis jetzt, was ich gelesen habe, ist echt einfach Wahnsinn, Gänsehaut. Glaub mir, Lügengeschichten sind einfach zu erfinden. Das, ich könnte ja, ja du wieder. Du. Sobald ja, zu krass. Guck mal, Jackson. Guck mal, das geht ja nicht darum. Das geht darum, zum Beispiel. Ja, jedes Mal. Überleg dir, da gibt es Menschen, die glauben an Kuh, ne? Ratten, in meinem oder Land nicht. Glauben die an Ratten. Ja, überleg dir, ne? Und du sagst zu Islam, ja, was ist so schön an Islam? Sagt er, ja, er kann glauben, was er will, ne? Er überlegt dir, aber wenn er Koran kritisiert, zum Beispiel,
sagst du, warum machst du das? Das ist Haram. Ja, aber du isst sein Kuh auch. Das ist auch Haram bei, das ist auch heilig bei ihm. Das ist auch heilig. Guck mal, bei ihm. Wisst ihr, was auch, das ist das Gleiche. Ich kann euch mal sagen, wieso jede Religion auf dieser Welt falsch ist. Sobald du trennst, machst du den Fehler. Wir sind alle gleich, wir sind alle gleich wert. Nicht der eine kommt genau in den Himmel, der andere kommt. Sobald du trennst, das heißt, jede Religion ist automatisch falsch. Deine eigene Religion trennt dich von mir. Das trennt dich von jedem, den anderen. Und dann gibt's noch verschiedene. Guck mal, ich sag dir sogar was. Du bist Christ, gell? Jetzt stell dir mal vor, der Islam verschwindet, ganze Welt wird Christ. Dann kommt, dann trennt die wieder Evangelium, Katholik, dann kommt irgendwas Neues. Der Mensch wird niemals damit aufhören. Da merkst du auch, das ist von Menschen gemacht. Auch wenn der ganze Welt Islam ist, dann trennt die irgendwas unter dem Islam. Dann immer wird gruppiert, immer wird auseinandergemacht. Aber das musst du alles wegmachen. Alles weg. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich viel wert. Eher so müsste man denken, oder? Gubi, ey. Ja, das es gibt viele Sachen. Guck mal, zum Beispiel, ich lese mir einen Vers im Koran. Da steht ja, ehol kafrun la ta'buduna ta'buduna la na'buduna abaduma antum abiduna. Am Ende sagt er, lakum dinakum wali dini. Dann schreib doch einfach, lakum dinakum wali dini. Warum machst du diese gleiche? Das sind vier Dings. Gleiche, lakum dinakum wali dini, lakum dinakum wali dini, abidu ma ta'budun wa ta'budun ma, verstehst du, was ich meine? Und am Ende steht nur, lakum dinakum wali dini. Aber da unter, am schlimmsten jetzt heute, gibt's ein, ja, da unter ist ein Gesetz, da unter ist eine Pflichten. Du kannst sagen, ja, lakum dinakum, aber ich warte ab. Der Schlimmste, wenn ich heute fand, ist diese Baralak, keine Ahnung. Wie der auf so ein ekliges Gedanken kommt, du hast doch bestimmt so deine Mutter mal am Hintern gesehen. Also vielleicht. Ja, da war er einfach nur sauer und ist dann ausgegangen. Nein, aber vielleicht, weißt du, es gibt Leute, die sowas beurteilen, die auf solche Gedanken kommen, die haben das selber gemacht. Ja. Das spricht generell für seinen schlechten Charakter. Da hat er einmal sein wahres Gesicht, so würde ich fast sagen. Nein. Nichts ist, aber wenn jemand so redet, also ich wüsste nicht, wie ich auf so einen Mist komme. Wirklich, also das war jetzt schon eine krasse Hausnummer, so auch darüber nachzudenken. Du hast doch bestimmt schon deine Mutter mal auf, habe ich bestimmt auch schon mal, ja. Aber in so einer ekelhaften Art. Aber nicht mit diesen Gedanken, den er genau, hat. Genau, in so einer ekelhaften Art, in so einer ekelhaften Art, wer weiß, was der schon mal gedacht hat. Ach, das ist nix. Verstehst das du? Das ist nix. Jeder gesunde, bitte. Menschen verstanden. Junico, warst du bei Ulmen live? Bei wem? Bei Ulmen? Da ja, kommt ein raus. Wie oft war ich da? Ich war ja überall. Guck mal, da sind alle Kinder, 12, 11-Jährige, die sagen solche Wörter. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesagt, Alter. Ja, aber das sind Kinder, das kannst du nicht, Kinder, das war ein erwachsener Mann. Kinder sind dumm, Kinder hören von, Kinder lernen, die haben das auch irgendwo gelernt. Also als Erwachsene würde ich das anders nochmal zählen. Wo hat man das her? Wo lernt man sowas? Alleine, da kommen hoch, guck mal, alleine kommen die hoch, warum hast du israelische Flagge hinter dir? Alter, du bist 10 Jahre, woher weißt du das? Anständiges Dialog. Ja, woher weißt du das? Aber ich muss schon sagen, wo hast du das, hast du ja. Die ist sehr schlimm, die Jugend, die jetzt gerade kommt. Aber es hat doch nichts damit zu tun, als ein Erwachsener, Kralo. Wenn man sich erwachsen nennt, sollte man einen anständigen Monolog oder Dialog. Nee, wenn du gerade über Religion redest, gell, und dann im nächsten Moment beleidigst du, das macht gar keinen Sinn. So, da beweist du wirklich, wie viel deine Religion, wie viel du das auslebst. Ja, genau. Also wenn ich jetzt konvertiere zum Islam, also zum Christentum oder irgendwas, ne? Ich würde niemals live gehen und kritisiere ich andere Religionen. Niemals. Niemals. Habe ich auch vorher nicht gemacht. Warum? Weil ich auch an irgendwas glaube, wo er sagt, ach, dein Gott ist auch nur ein Buch. Verstehst du? Würde ich niemals machen. Ganz ehrlich. Aber musst du doch machen. Du musst andere Leute bekehren, oder? Du musst doch den anderen Leuten versuchen zu helfen. Ja, aber das kommt drauf an. Ja, Islam, ja. Auch Christentum, oder? Also hat mich noch nie gezwungen. Hier, Janiko, ich kenne ihn seit 3-4 Monaten. Einmal hat mir gesagt, ich habe gesagt, nein, bitte. Ich bin vom einen Loch rausgekommen, ich will nicht zum letzten Loch rein. Willst du Jesus Christus finden und keine Ahnung?
Ja, einmal sag mir, wenn ich sage meine Meinung, nein, bitte, das war's. Also warum soll er mir, wenn ich sehe, dass er jeden Tag, wenn ich sehe, dass er jeden Tag mir das, diese sage, ja, komm zum Kuss, dann sage ich, ja, tut mir leid. Normalerweise müsste er. Das, da würde ich sogar sagen, da macht er das vielleicht ein bisschen falsch sogar. Also normalerweise hart müsste er das. Komm, du Gubi, Mann. Ich vermute das. Ich kann keinen zwingen. Wer bin ich, dass ich einen Menschen zwinge? Wer? Ja, aber du musst doch so sehen. Eigentlich zwingst du ihn nicht, sondern versuchst ihn zu retten. Du versuchst ihn ja zu helfen, oder? So musst du das sehen. Guck mal, ich sag dir mal so. Ein Mensch, der selber seine eigene Wahrheit sucht, ne, der wird sie finden. Für sich selber. Ob er dann in der Ehre leere ist oder nicht, Bruder. Das ja, aber für sich Leute, selber. Ja, Unico. Aber jeder für sich selber. Zu sehen, so. Aber die Leute zu sehen, dass sie in die Irre sind, ist ja schon ein bisschen krass. Dass du denkst, dass die Leute, die nicht Christen sind, in die Irre sind und in die Hölle landen, finde ich schon ein bisschen krass, oder? Aber das bei jeder Religion, oder? Ich finde es auch krass, aber es ist so geschrieben. Bruder. Ich finde schon, der Schöpfer, der dich, es kann jetzt die beste Person sein mit dem besten Charakter. Mafia ist da. Wartet, Leute, Mafia ist da. Musst ja aufpassen, wie er redet. Mafia ist da. Dein Mikrofon ist kaputt. Hört ihr mich? Wir haben versucht nochmal, du hast immer ein Problem mit deinem Mikrofon. Sonny, dein Mikrofon, bist du wieder im Auto? Ach Leute. Aber Religion ist auch ein schweres Thema, weil den anderen bedeutet das so viel und automatisch greifen wir etwas sehr Wichtiges von den anderen an und deswegen ist das Thema so schwierig. Ja. Ich meine, greif meine Religion an, das macht mir nichts, sag was du willst darüber. Also ich als Ex-Muslim, wenn niemand vorher vor ein paar Jahren über Islam geredet, manchmal denke ich auch aus, zum Beispiel die Extremhasser. Ja, aber warte, manchmal kommt auch so extrem der Islamhasser. Guck mal, ich bin ungläubig und sage ich, ey, was geht mit ihm ab? Verstehst du? Ich finde ihn auch abartig. Obwohl, weil ich immer noch, meine ganze Familie sind Muslim, verstehst du? So schlimm muss man auch nicht sein. Okay, du kannst Hadithe, Koran kritisieren, ist kein Problem, aber sobald du fängst an mit Beleidigung oder sonst was, oder da hast du meine Mutter jetzt beleidigt. Ich finde, das ist wirklich so. Du hast gerade meine Mutter beleidigt, weil meine Mutter, das ist meine Mutter glaubt an das, verstehst du? Wenn du das beleidigst, dann hast du meine Mutter auch beleidigt. Und das finde ich, kindisch einfach. Ja, aber du kannst sagen, es nicht ernst nehmen. Das sind auch nur leere Worte von denen. Das stimmt dir dann nicht. Hallo, du sagst, deine Mutter ist das und das, die ist es ja nicht. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja. Hätte er nicht machen sollen. Der Schwachsinn da. Mutter, Arsch und so, dies, das. Aber egal, es hat passiert. Was wollt ihr jetzt, das Dings? Ich wollte den christlichen Bruder mal was fragen. Ja, weil er macht so lustig die ganze Zeit über den Islam und so in der, und er meinte, dass das Christentum eindeutig und im Endeffekt viel klarer ist wie der Islam und alles. Und ich wollte ihn fragen, er hat ja bestimmt schon die Bibel, du hast schon bestimmt Bibel gelesen, oder? Ja, ich lese gerade noch weiter und weiter. Kennst du die Geschichte von Samson und Delilah, was in der Bibel steht? Nein. Samson oder Salomon? Klär mich auf. Ja, das ist Samson, der hat lange Haare, seine Kraft ist von Gott gegeben und er ist ein Nazarener und er kämpft gegen die Philister, Pharisäer. Ja, Philister oder wie die heißen, keine Philistiner. Keine Ahnung, er kämpft gegen die. Nein, er kämpft gegen die und er tötet 1000 Philister mit so einer Eselsbacke. Weißt du, was eine Eselsbacke ist? Ja, Eselsbacke, ja. Ja, so dieser Schädel von Esel hat er 1000 Philister getötet. Wo steht das drin? Und, ja, in der Bibel. In deiner Bibel steht das drin. Und wo in der Bibel? Im Alten Testament irgendwo, keine Ahnung. Frag mich nicht. Das ist auch verfilmt und so. Ich habe das als Kind schon gesehen, diese Filme und so. Hat mir gefallen und so, aber ich wusste nicht, dass in der Bibel drin steht. Dann hat mir irgendjemand gesagt, da steht ja in der Bibel, dass die biblische Geschichte ist, das Samson und Delilah. Und dann hat diese Delilah hat ihn verführt und verarscht. Der Samson hat die dreimal verarscht. Und beim vierten Mal hat er ihm
also der Delilah die Wahrheit gesagt, dann hat sie ihm die Haare abgeschnitten, seine Kraft ging weg und die Philister haben sie ihn dann umgebracht. Und wie gesagt, das ist so wie Geschichte von Herkules. Da kannst du auch an Herkules glauben. Aber warum glaubst du nicht an Herkules? Verstehst du, Herr Schwein? Und dieselbe steht da so ungefähr. Ich muss mir das durchlesen. Ja, Samson und Delilah. Frag deine Brüder. Samson und Delilah. Verstehst du? Und Delilah. Ja, so Märchengeschichte wie von Herkules. Mhm. Und er hat nicht mal Happy End. Samson wird geblendet und umgebracht. Weil er ja, dieser. Aber jetzt haben wir aber ein Problem. Ja, bitte. Du bist Moslem? Ja. Aber du musst laut. Das Gleiche gilt für dich auch. Nein. Das Gleiche. Guck mal, wir haben immer den Koran bekommen. Ja, falls aber wir haben ein Problem. Wir haben falls ein Problem, wir das nicht oder? Verstehen. Donny. Ja. Ja. Donny. Was sind die? Die verstecken sich hinter der Eiswand. Okay, danke schön. Ich weiß nicht, wer das hat. Das ist alle. Wo hier Jutsch und Majutsch, die haben sich irgendwo, keine Ahnung, aber die sind gefährlich. Ja, Toni, du hast dir gerade selber K.O. gegeben. Eine Frage, Toni. Toni, aber wie gesagt, was ist mit Zerrokal? Nein, der zwei Hörner hat. Toni. Der kann auch noch kommen. Bruder, du bist auf jeden Fall auf dem Boden. Ja, Mann ist auf einen Esel geflogen. Warum kommst du plötzlich Kofara in den Stream, Alter? Ich hab wieder Fehler gemacht. Und Mohammed fliegt auf einen Esel. Ist das keine Kindergeschichte? Kofara-Stream. Ja, aber ich glaube, man hat Dieter nicht da. Da musst du mit Sunni kämpfen, weißt du. Hey Leute, ich muss ins Bett machen. Sag mal so, als Sunnite würde ich mich nicht trauen, auf einen Stream raufzugehen. Ganz ehrlich. Als egal was. Ja, aber das ist ganz schwierig. Als Sunnite, weil du Bukhari auspackst, so was auf dem Dach der Prophet gemacht hat und was das ist, das, was da alles drin steht. Gestern kommt mir einer, sagt er, ja, wegen Dings. Sagt einer mir, ein Hadith steht drin, weil der, wenn du Muslim sagst, bist du sofort Sunnite, weißt du? Und da sagt er zu mir, ja, wegen dem Prophet Dings, der Ibrahim a.s. hat Dings zu Adam gesagt, ja, wegen dir müssen so meine Nachkommenschaft müssen leiden und dies und das. Und der sagt dann, ja, was kann ich dafür? Allah hat das 40 Jahre vorher bestimmt, dass ich das mache. Verstehst du? Das heißt, wenn der vorher bestimmt hat, dann ist er keine Dings, hast du keinen freien Willen. Hm. Hey Leute, ich küsse eure, Herzen, ich muss ins Bett. Allein da musst du schon sagen, nee, Hadith geht nicht. Okay, Nico. Allein da musst du schon sagen, Hadith. Ich küsse eure Herzen. Babu, Bruderherz, gute Nacht. Mach's gut, Bruder. Hallo, Toni, gute Nacht wünsche ich euch an deinem Abend. Danke. Ja, bleib noch ganz kurz, bevor du schlafen gehst. Was? Weißt du, guck mal, bevor du schlafen gehst, nur. Guck mal, diese Geschichte, ja, mit der gesteinigten Frau, ja, mit Jesus. Ja. So, das, wo der gesagt hat, wer von Sünde ist, werfe den ersten Stein und so, Steinigung aufgehoben. Okay. Das ist die Hinzufügung. In der Urgeschichte steht das gar nicht drin. Haben die irgendwann dazu hinzugefügt, die Geschichte. Das kannst du alles nachrecherchieren. Glaub dir kein Wort, recherchiere nach. Guck mal, alles gut, ich gehe jetzt dann schlafen. Ja, guck mal, du bitte auch. Guck mal. Ich sag doch, wirf nicht mit Steine. Wenn du im Glashaus sitzt. Bro. Nein, guck mal, ganz kurz. Guck mal, ganz kurz. Bevor du schlafen gehst. Hey, ja, bevor du schlafen gehst, wie viel Liter hat man in Al-Burak getankt? Kannst du das sagen? Ich denke, da war mit Kerosin getankt. Was für ein Motor hatte er? aber Toni. Toni, ich habe eine Frage, ehrlich. Wo sind. Aber Toni, eine Frage, eine ich letzte Frage. Hat er seinen Auspuff gehabt? Toni, wo hat er so Al-Burak seinen Auspuff gehabt? Toni, bitte. Ich küsse eure Herzen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Toni, bitte. Ja, sehr leid, mit Kofar diskutiert nicht. Warte, Toni, bitte. Du hast gesagt, doch, Hajuj und Mahjuj sind die irgendwo in Eis, unter die Eis. Wo steht Eis im Koran? Es gibt kein Wort, der Eis steht. Ja, Mauer aus Dings, Mauer aus Kupfer. Ach so,
Guck mal, weißt du, dein Koran weiß nicht mal vom Eis oder Schnee, wusste nicht. Weißt du das? Ja, gut, wie gesagt, weißt du, ich habe doch gesagt, ich mit Kufar tue ich nicht debattieren. Lass mich. Aber du diskutierst gerade mit Kufar. Salam und Aleikum. Guck mal, Toni, was zwei Leute, guck mal, Toni. Toni, was vor zwei Leute sind gekommen? Gundi und Arapaso. Mein Name ist sowieso schon überall kaputt. Jetzt macht mich komplett Dings, macht er mich. Weißt du? Guten Abend. Ja, wie gesagt. Guten Abend. Bleib mit iPhone. Also ihr macht doch keine Big-Kuffer. Ich bin nur wegen dem Christoph gekommen, weil er die ganze Zeit Islam angreift. Islam. Christentum ist Wahrheit. Boah, ich konnte mir das irgendwann nicht mehr anhören. Also, ich muss dir mal ein bisschen. Ja, dann erklär uns deinen Islam, bitte. Nein, ich brauche einen Gelehrten. Ey, komm, Babu Muslim ist hier, bitte. Ich bin Jai. Babu Muslim ist da. Toni, Carlo, warte mal bitte. Gibt's hier. Toni hat seinen eigenen Islam, also der glaubt an nichts. Der hat seine eigene Erklärung, seine eigene Deutung für die Suren. Der hat seine eigene Religion. Also, nur für ihn allein. Also keine Glaube. Ich bin Jahil, ich bin raus, weißt du. Toni, ja. Bitte in dein Paradies, wer kommt, kommst du alleine dahin? Sei ehrlich, bist du alleine da? Ich hab gesagt, ich bin Jahil, ich hab keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Ja, bleib von. Ja, aber wenn du den Paradies verstanden hast, dann kommst nur du in den Paradies, weil du hast deine eigene Koch. Morgen heißt es noch, der hat mit dem Kuffar gelacht, also hört auf, mit mir nicht schlafen. Aber du bist schon Kaffee. Ich bin nicht Du bist schon Kaffir. Allah hat gesagt im Koran, wenn du die Ungläubigen findest, die reden über unsere Suren, solltest du rausgehen, bis sie über was anderes reden. Das steht im Koran, da glaubst du auch nicht. Ich geh doch raus, wenn ihr weiterredet. Ich geh raus. Bleib von, ich will dir nicht nur fragen, wie es dir geht. Walaikum, nicht Salam alaikum. Walaikum. Wo hast du das her? Gubi. Ja? Änder deinen Namen. Ist weg. Leute, du musst nur einmal anders. Ihr seid so peinlich, ja. Ich bin seit 7 Stunden live. Wir haben immer noch nicht die 100.000 erreicht. Ihr seid einfach nur peinlich. Einfach. Normalerweise Kommentare ausschalten, damit die liken. Ja, soll ich das machen? Soll ich Kommentare ausschalten? Nein, egal, wir schwitzen alle zusammen. Lass alles machen, Chat, Leute, die Kommentare ausschalten. Gundi, ciao, ey, Gundi. Baj und Chebra. Wala, Baj. Nee, lass dich schreiben, oder? Ja, Gubi. Ja, bis ich 100.000 erreicht habe, dann mache ich wieder an. Nein, bitte nicht. Okay, jetzt. Okay, Freunde, bitte liken, mach dir die 100.000. Warte, Arafat, wohin? Ich ändere ihn jetzt sofort, warte. Habibi, ich grüß dein Herz. War auch was? Eine schlaue Idee, aber bitte nicht so. Es gibt keine Muslime mehr, die sind jetzt beim Fajr-Gebet. Hamdi würde sagen, Gudi ist weg, jetzt kommt Gubi oder was ist los hier, ja? Ja, Gubi. Gubi, ja, ich mag seine Art und Weise zu denken. Schlauer Junge. Sehr gut. Ja, gefällt mir, wie er denkt. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, einfach nur nicht verblendet, einfach nur nicht Gehirn gewaschen. Das sollte eigentlich Standard sein, oder? Ja, aber es wird ja auch so. Viele Leute neigen zu dieser Denkweise jetzt in dieser Zeit. Die Leute haben mehr offene Augen, die merken dann auch, dass es viel... Ich habe vorhin gesagt, Religion ist was sehr Egoistisches. Du willst deine Seele retten, du willst was weiß ich und so. Also ich zum Beispiel, ich denke, wenn du ein Familienmitglied hast, dem es wirklich schlecht geht, ey, dann willst du lieber den retten anstatt dich selber und deine Seele verkaufst du gerne den Teufel, nur soll es ihm gut gehen.
Nicht so, also nicht stell dir so, vor, dein Kind ist wirklich krank, wirklich schwer krank und leidet und das gibt's auf jeden Fall. Und was bringt dir dein Gott dann? Denkst du, du kannst inneren Frieden finden? Denkst du, dein Gott kann dir dann irgendwas geben? Denkst du, wenn du da ein bisschen normal von Verstand wärst, würdest du sofort deine Seele verkaufen für dein Kind? Sofort, ohne zu überlegen, also jeder normale Mensch, der ein bisschen, wo ich den kenne, der sein Kind liebt, würde das sofort machen. Aber Religion ist nur für Menschen, die keine Probleme haben, die keine richtigen Probleme haben. Sobald du richtige Probleme hast, bringt dir deine Religion gar nichts, oder? Ich auch. Ja. Also ich wünsche das keinem, aber es gibt diese Schicksale, ich sehe. Die wollen leben nach dem Tod. Und dann denke ich auch, wenn man sowas auch sieht, denkt man, es gibt keinen Gott, es kann keinen Gott geben, wenn der sowas macht. Also allein zu denken, dass man leben kann nach dem Tod, ist ja schon ein bisschen. Hä? Allein zu denken, dass man nach dem Tod noch leben wird, also der Tod ist ja das Ende vom Leben, aber die Leute wollen leben nach dem Tod. Ja, ja, das ist so unglaublich, wie die einen verarschen. Auch noch so dumm, auch noch nicht schlau. Die machen das ja nicht schlau oder so. Das hat keinen Sinn, das hat kein was weiß ich. Die Belohnung kommt nach dem Tod. Wird außerdem langweilig. Stell dir vor, du lebst für alle Ewigkeit. Das wird irgendwann langweilig. Hat dir keinen Sinn mehr, keine. Ja, weiß es, Schweine. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ey, wenn dich jemand richtig verarschen will, dann ist das die perfekte Methode, dann kann er dich dein ganzes Leben durchverarschen, du kannst niemals dahinter kommen, weil müsstest du ja erst sterben, um nachzuschauen, oder? Das ist so die Verarschen, so viele Leute fallen darauf, einfach Kopf ein bisschen benutzen, hinterfragen und dann müsste man eigentlich ja, irgendwann dahinter kommen. Ja, das wisst ihr, seit 3000 Jahren oder seit Religion gibt, keiner kam wieder zurück und meinte, ja, ich komme vom Himmel oder vom Paradies oder sonst was. Das ist die perfekte Verarschung. Also ich habe noch nie gesehen. Dings, wisst ihr, was Ablassbriefe sind? Ablassbriefe? Ja. Was ist? Ja, das ist wie Hajj. Das ist wie Hajj zum die Kirche hat früher für Geld hat sie dir so Ablassbriefe, also deine Sünden verkauft für Geld. Ja, die haben das macht auch Saudi-Arabien heute. Das macht Saudi-Arabien auch. Du gehst nach Saudi-Arabien, du gibst 8.000 Euro. Selbstverständlich. Wie gesagt, aber Saudi-Arabien auch. Wer nach Mekka geht und Hajj macht, wird von alle seine Sünden gewaschen und wird wie als neu geboren. Das macht Mekka auch. Ist es kein, das ist noch teurer. Das sind 8.000 Euro. Toni. Das ist viel mehr. Ja, Toni. Ja. Toni. Und auch, du kannst Steine kaufen und Teufel aufschlagen da. Ja, Toni, und diese Kaaba, dieser Stein wird später ein Auge, er wird Augen haben, Mund haben, Zunge, wird bezeugen, dass du den angefasst hast. Ja, gut, ich muss arbeiten. Hey, Toni, bitte. Ja, warte, Toni, ich frage dich eine Frage, bitte, Toni. Kann man zu Paradies Kaschar gehen? Kaschar, kann man gehen? Was ist das? Kaschar. Was ist Kaschar? Gudi, kannst du ihm Kaschar sagen? Was ist Kaschar auf Deutsch? Wie heißt das? Oh Gott. Ich kann mir schon denken, was ungefähr, aber ich weiß nicht genau, sagt. Kann man, da gibt es doch ein Tora und gibt es ein Tora und gibt es einen Türsteher da, ne? Ha? Gibt es doch ein Paradies, gibt es eine große Tür ja, und Türsteher und so. Wozu? Er meint Schleuser. Ja, Kotschabar. Das ist echt zum ersten Mal jetzt. Nein. Du kannst Schmier aber warum geben. Gibt es Tür? Warum gibt es eine Tür und Türsteher? Ja gut, Türsteher, man braucht Türsteher, du weißt. Warum ist denn die Enkel da? Verstehe ich nicht. Ja, Bruder, ich komme raus, was da raus soll. Ich bin hier spät nach. Toni, ja. Als Sunnite warst du. Du weißt, wer ich bin, ne? Ja, als Sunnite warst du Apple iPhone und als Koran ja, bist du jetzt Toni Montana. Ja, gut. Wie gesagt, nein, du weißt ja, ich war Sunnite, aber das war ein bisschen schwierig, weißt du, diese. Diese Adite waren ein bisschen schwierig dann irgendwann. Ging nicht mal so, weißt du.
Ja, ja, schreiben manche, sagt, viele Menschen in schwierigen Situationen diese Hoffnung verteidigen. Aber irgendwann muss auch vernünftig werden. Dann weißt du, musst du sagen, hier, das kann nicht sein, das ist nicht von Gott. Das ist dasselbe, wie ich in der Bibel gelesen habe. Ich habe auch Bibel gelesen, verstehst du? Ja. Ja. Du musst jetzt korrekt, das ist nicht von Gott, weißt du, das kann nicht sein mit Sklaven und Schlagen, zwei Tage überlebt, wenn der Sklave dann. Solche Sachen, das kann nicht von Gott sein. Hadith habe ich gelesen, habe ich gesagt, hier, das kann auch nicht von Gott kommen. Toni, du bist jetzt Koranik, richtig? Ja, gut, ich versuche mich jetzt an den Koran nur zu halten, ja. Der Koran hält mich. Ich sag dir aus welchem Grund, weißt du? Kann jeder sagen für sich, aber die Gesetzgebung ist gut, meiner Meinung nach. Verstehst du, das ist ein. Toni, wenn du hier als 59. Ja. Steht, wenn du mit einem Moslem einen Streit hast, sollst du das vor Allah und dem Gesandten Mohammed bringen. Wie machst du das? Ja, das habe ich euch jetzt zum ersten Mal. 4,59. Ich schaue nach, ich komme sowieso gleich nochmal rein. Ich habe gerade zu tun, ich arbeite gerade, ja? Ja, genau, mach das. Okay. 4,59, schau. Sei nicht wie Ali Moha. Sei nicht wie Ali Moha. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Ja, guck mal, ja Kind habe ich auch. Dings, guck mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas entdecke, so wirklich sowas Gravierendes, wo ich sage, hier, das kann gar nicht sein, weißt du, dann bin ich auch vernünftig. Aber ich sagte, ich habe bis jetzt noch nichts vernünftig. Ja. So, wo ich sage, irgendwas Gravierendes oder irgendwas, wo ich sage, boah, das kann nicht von Gott kommen. Weißt du, aber das habe ich in den Hadithen 1000-mal gesehen, das habe ich in der Bibel 1000-mal gesehen. Und ich sage mir, okay, gut, die Bibel wurde gemacht, so wie Sklavenreligion ist das. Halt die andere Wange hin. Du sollst den Kaiser, was hat Gott mit Kaiser zu tun? Gib den Kaiser, was des Kaisers ist. Verstehst du? Okay, Toni, dann. Okay, Toni, ich frage dich eine Frage, Toni. Ja, ja, ich Toni, muss sowieso jetzt arbeiten, okay? Toni, ja. nur kurz. Nein, ich muss arbeiten, der ist brutal. Ich sag, ich muss arbeiten, er sagt, er kurz arbeiten. Eine Stunde lang. Also. Ja, du weißt, was ich. Hier hat einer geschrieben, viele Menschen finden in schwierigen Situationen die Hoffnung nach dem Tod in Gott. Und zu mir hat er das geschrieben, er hat das markiert gehabt. Und davor habe ich gesagt, Religion ist egoistisch. Und das Leben ist auch kein schöner Film, das ist hart. Es gibt kein weiches Ende und dann keine Ahnung. So, die catchen euch mit diesen Sachen, die ihr da habt, mit eurer Angst, catchen die euch und erzählen euch dann einen Film und den glaubt man dann auch noch. Das ist so, ist eigentlich lustig. Ja, ich glaube, das ist so gefährlich, wenn vier Leute jetzt gerade so hier oben sind. Oder, Babu? Was meinst du? Ja, Mahdara ist der Jit Lalafa. Nein, ich hab wo sind die überhaupt? Es ist 4.20 Uhr. Ich glaube, die Muslime schlafen schon. Ich bin ja, so gespannt. Ich wollte eigentlich nur Gubi sagen, also bitte seinen Namen ändern. Habib Albi. Ja. Ja, hast du recht, gell? Ja. Aber ich greife doch niemanden an. Ich sage ganz normal meine Meinung. Ich sage hier nicht, dass es, was weiß ich, schlecht ist oder ich beleidige. Was bist du für Landsmann eigentlich, Gubi? Ich bin Inder. Inder? Ja. Du hast nie an was geglaubt? Doch, in meiner Kindheit, ich wurde ganz normal in der Familie so erzogen und dann bin ich irgendwann aber erwachsen geworden. Am Anfang hat man ja so viel Erbe, man darf es gar nicht anzweifeln, so ist es eher. Du wirst in der Familie, das wird dir gegeben, wenn du das anzweifelst, bist du schon falsch. Und aber dann du glaubst gar nicht an Gott, oder? Doch, aber nicht auf jeden Fall, also ich denke schon, dass es irgendwas mit Gott gibt, aber ich glaube auf jeden Fall an gar keine Religion, die es gibt. Religionen sind von Menschen gemacht, nicht von Gott. Ich kann dir nicht sagen, ob es einen Gott gibt oder nicht gibt. Ich kann dir nur, also was ich denke für mich, jede Religion stimmt nicht. Egal, auch meine, auch deine, auch egal wen seine. Ich denke, das ist auf jeden Fall 100% nicht wahr. Das denke ich so. Ich glaube, Gudi ist auch Agnostiker. Ja, ja. Ja, alle sind wir hier Agnostiker. Ja. Alle Kuffar. Für Muslime sind wir Kuffar, für die Christen sind wir Kuffar, für alle anderen Religionen sind wir auch Kuffar. Ja. Wir gründen eine neue Religion, eine neue Religion. Ja, man, und die sich immer updatet, die nicht immer gleich ist, und wenn jemand was Besseres sagt, wo man das ändert. Vor allem hast du doch. Hey, Leute, jeder, der in unsere Religion kommt, kriegt einen Löwe. Also,
Eben könnte ich nicht reden, jetzt will ich reden. Okay. Also, Toni ist mit Kufar. Bist du da, Toni? Na, ja, da hört zu. Also, ich bin hier. Ich höre dir zu. So, Leute, das ist doch ein System. Wer da oben rüber sitzt, ist der Gott, ist der Allah. Diese ganze Religion, das ist ein Kultur. Kultur wächst doch auf, bilden sie Land. Das ist das, sonst ist da nichts. Also braucht ihr nicht weiter recherchieren oder irgendwelche Scheiße davon lesen. Umsonst. Zeitverschwendung ist das. Aber du liest immer noch. Bitte? Du liest immer noch. Ich lese für mich selber. Damit, dass ich dann noch mehr Sachen da rausfinden kann. Zum Beweise sammeln kann, wegen meinem Buch. Sonst ist da nichts. So, okay. Sonst habe ich schon längst aufgehört. Sonst habe ich schon längst aufgehört, zu weiteren in Geschichte reinzuquetschen und ganzen Kram da raussuchen und lesen. Weil ich habe schon entschieden, also ich habe schon mein Ziel erreicht, was ich da gefunden habe. Genauso jeder denkt, dass da zum Beispiel Baba Muslim kennt schon, glaube ich. Über Gott sagt er nicht Allah, sondern El-El-Lach, schreibt er immer im Koran. Also diese El-El-Lach kommt jetzt drei Sachen. Das kommt von drei Sachen. Ne? Einmal El, einmal Eli und einmal Ilach. Deswegen redet er immer diesen Vertrag. Das ist der Solomon, Leute, auch noch. Auch noch Solomon. Was ist jetzt? Was bist du jetzt? Muslim oder was? Ich bin nicht Muslim, habe ich schon mal gesagt, Mann. Okay, soll ich dir jetzt ein Lob schicken? Ich war niemals Muslim. Ich bin Islam. Da kann ich nicht raus. Spaß, ich bin raus, ja. Also Islam kann man nicht raus. Das ist das. Gudi, danke für den Ratschlag, den nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen. Das ist Regierungs. Okay, aber dazu musst du zuerst dein Gerät entsperren. Was? Ja, okay. der weiß noch nicht mal, wo dir Allah 99 Namen kommt. Du musst erst mal Adam Baum kennen. Lies doch ein bisschen Kabbalah. Dann siehst du schon 11 Regeln. Dann musst du einmal von oben spiegeln und einmal Hölle spiegeln. Dann hast du schon 99 Namen von Gott. Ey, die labern nur Schrott hier, ohne zu wissen. Also andere Leute sagen... Warte, andere Leute sagen, damals gab es, bevor Prophet kam zum Beispiel, bevor Islam kam, waren die alle Götzenanbieter da in Mekka und jeder hatte seine eigene. Warte, und doch, jeder hat seine eigene Religion, jeder hat sein Gott hat ihm einen Namen gegeben und die haben und kam Mohammed, hat die alle gesammelt und hat am Ende einen Allah gegeben. Genannt und diese 99 Namen waren die Götzenanbieter, die da waren. Und ich kann dir 3-4 Namen rausholen, die damals gaben überhaupt auch. Du kannst mir alles rausholen. Guck mal, du kannst mir alles rausholen. Wie nimmst du diese Geschichte zum Beispiel? Glaubst du an die nicht? Ich kann dir erzählen, da gab es nur einen Gott, der heißt Hobal, mein Freund. Sonst war doch unter sich alle. Und der hat drei Kräfte gehabt. Genauso, dass sie da überall jeden Bücher steht, diese drei Engel. Verstehst du? Also Todesengel steht nirgendwo. Azrael steht nirgendwo. Azrael steht nur beim Enoch-Buch, glaube ich, erstmal, was ich da gesehen habe. Danach steht nirgendwo, irgendwelche Bücher. Also nur drei Engel. Das sind die drei Kräfte. Also Lat, Manat, Uzza. Also Uzza ist doch für
deine Macht, dass du oben stehst. Männer ist da Macht, also Geld und so weiter. Latt ist dafür Gerechtigkeit und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Das ist die, das sind die Sachen. Die haben sie schon unten auf Statue gemacht davon und so wollten sie symbolisieren. Eigentlich, die glaubten auch einen Gott. Genauso beim Ägyptern. Ägyptern sind gleiche. Die haben einen Gott, nun schafft er Neunet, Neunet schafft er Atom, Atom schafft er Atom, also Adam, wie die das verstehen, und dann kommt der Restlichen. Also die haben nur einen Gott geglaubt. Was sie da ihnen erzählen, in Geschichten, stimmt von vorne bis zum hinten nicht. Ich glaube sowieso an diese ganze Geschichte sowieso nicht, Gott sei Dank. Nicht mal die Geschichte, weil da gibt es keinen Beweis. Also, okay, aber Ägypten, Babylon, Sumer und so weiter, ja. Carlo, damit das du besser verstehst. Es gibt im Menschen sieben Sinne. Diesen sieben Sinne, irgendwann haben sie gesagt, dass da vom Gott kommt. Also das hat alles Mensch selber gemacht. Was da hier auf diesem Welt geschrieben ist, die Bücher und so weiter, alles hat Menschen selber gemacht. Sogar Gott hat er doch Menschen selber geschaffen. Am Ende, wenn du es so sagst, eigentlich schon, weil irgendeiner muss das ja erfunden haben, irgendeiner muss das ja gemacht haben. Ja, klar. Das war klar. Also ich denke ja, das muss ein Mensch gewesen sein, weil wer sonst? Was hier geschrieben ist, alles mit Menschenhänden geschrieben. Da wollten sie beim Regierung nicht mehr schuldig sein, sonst würden sie ihrem Kopf weg. Also wenn heutzutage einer hier kommt und sagt, er redet mit Gott, dann hält man den für verrückt. Und damals hat es einer gemacht, natürlich. Dann hat man ihn irgendwann wahrscheinlich für einen Propheten gehalten oder mehrere irgendwann für Propheten gehalten. Guck mal, die Propheten, was sie da nennen zurzeit, das kommt von Parakletos. Parakletos ist doch nicht Prophet, sondern der Diener diesem Regierungssystem. Am Ende geht es um Macht und Geld. Und Macht und nimm doch mal irgendeine Religion einfach und das noch Geld. Was. Diese Religion wird von der Welt genau. Berühmt sein. Geh mal einfach Arafat, geh mal einfach jetziger Zeit, nimm mal ein Auto und geh mal 1500 Jahre zurück. Da bist du auch Prophet. Nur ein Auto mitnehmen, mehr nicht. Ein Guck Auto. Mal, nimm mit, dann bist du ein Prophet. Leute, es gibt keine. Ich sag ja, ich weiß. Verstehst du? Aber eigentlich werden wir von jeder Seite verarscht, aber auch von den Staaten. Ich meine, Geld wurde erfunden. Jetzt weiß man, dieses Gold, was hinter diesem Geld ist, das gibt's gar nicht mehr. Die Politik, die Dings, die verarscht uns ja auch. Jeder, der irgendwann Macht hat, das ist immer so, oder? Das muss so sein, sonst glaubst du doch nicht, sonst kriegst du doch die oberen ab. Wir wissen, dass dieses Geld keinen Wert hat. Wir benutzen es trotzdem und tun so, als wäre alles okay. Unsere ganze Wirtschaft ist eigentlich am Arsch und trotzdem leben wir da drinnen und lachen und leben unser Leben. Das ist doch dieses Zirklus. Verstehst du? Und alles ist eigentlich so offensichtlich. Wenn man zwei Gehirnzellen hat, dann sieht man es eigentlich. Also wie ich da gesagt habe, alles hat doch Menschen selbst geschafft. Sogar Gott haben sie doch selber geschafft. Also das ist alles Schwachsinn, ey, was sie da geschrieben haben. Der Mensch, beim Anfang an, hat er schon ganze Natur geguckt, wollte ja irgendwelchen nicht Namen geben, plus auch noch die verstehen, warum das da so wird und so weiter. Weißt du, was ich Dann trotzdem ist er solche denken? Sachen gefunden. So Sachen wie Religionen, solange sie gute Sachen bewirken, sind die ja auch voll okay, dann hat man ja auch gar nichts dagegen. Aber oft kommt es in diesen Momenten, dass Religionen auch oft schlechte Sachen passieren. Also dann wird's manchmal zu extrem, dann muss man andere Menschen töten und dann entstehen Kriege. Das ist doch nicht gut. Ja, aber das hat mit dem Religion gar nichts zu tun. Religion macht man nur für gute Sachen. Also die Gesetze macht man nur für gute Sachen, ne? Nicht für schlechte Sachen. Und die Leute finden doch die Lücken aber oder so irgendwelche anderen Verständnissen, ziehen sie die Seite, zum Beispiel wie Tariqat oder wie Jamaat, oder wie Orthodoxen, also spalten sie sich, weil die da selber in Macht stehen wollen und
die Anhänger haben wollen und selber regieren. Deswegen ist der ganze Theater eigentlich. Die finden schon ein paar Lücken und Herrscher sein. Hm. Lücken und Herrscher sein. Hm. Babo, sein. Babo, bist du nicht müde? Also ich bin müde. Ich muss arbeiten. Babo, bist du nicht müde? Da ist eingeschlafen. Nein, ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Ach so, ja gut. Nein, ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Beim Gubi macht der Dings Echo. Ja, Gubi, hast du Anruf bekommen? Beim Gubi macht der Dings Echo. Ich kann euch so viele Sachen noch erzählen, aber ich bin an der Arbeit. Sorry, Leute. Ja, alles gut. Sonst hätte ich noch vieles erzählt über diese Themen, Geschichten. Wie die das entstanden ist und so weiter. Alles gut. Ich bin raus, euch noch eine gute Nacht. Ja, dir auch so, danke. Ich bin raus, euch noch eine gute Nacht. Dankeschön. Also ich muss auch raus, sorry. Ich muss weitermachen. Okay, Rafael, danke schön, ne, dass du da warst. Ansarallah. Ja, wie wieder, Freunde, ich habe mir die Zähne geschützt. Ansarallah. Wenn du Zeit hast, komm hoch. Und Salallah, geh doch Fajr beten. Was machst du hier mit dem Kopf? Ja, das auch. Okay. Das ist nur ein Code hier. Noch langsam müde, Leute. Was ist los mit euch? Ich war gestern auch bis 5 Uhr oder so. Ja, ich bin mir sicher, dass sie wieder eingeschlafen sind hier im Live bei mir. Bestimmt. Die im Chat schlafen, ja? 100%. Warte. Nein, der ist eigentlich, Ansarullah ist ganz lieber Junge, ehrlich gesagt. Also gerne will ich mit ihm reden. Ich glaube, ich habe ihn noch nie gehört. Ja. Ich sehe ihn nicht. Der ist immer noch. Eddie. Wieder wach, Eddie. Gehst du arbeiten gleich? Machst du wieder Frühschicht? Ich habe mich gerade, habe ich zu mir gemütlich gemacht. Ja, leider. Ja gut, Bruder, was ist zu machen? Ich hasse dein Live mit, doch wieso hast du mein Live? Ja, ich bin hier eingeschränkt, deswegen musste ich mit meinem anderen Account kommen. Ich bleibe auch hier ohne Schlaf. Ich wollte auch nur kurz live gehen, bin ich jetzt seit 7,5 Stunden wieder. Ich mache jetzt wieder wie damals 10-12 Stunden, Leute, das ist bescheuert. 7,5 Stunden. Ja. Also Leute, ihr wollt die 100.000 nicht zu Ende machen. Nee, nur noch 10.000. Kommt, Leute, bitte, alle auf einmal. Liken. Komm. Bitte. Wie sollen die liken, wenn die schlafen? Ja. Ich like bei mir selbst. Ich sehe es. Danke dir. Danke, Bruder. Ich danke dir. Ich danke euch, Freunde. Macht die 100.000 schnell voll. Und dann könnt ihr euch ausruhen. Danke, Bruder, für die Blume. Dankeschön. Ja, wo sind die anderen? Leute im Chat, schreibt, liken. Komm. Schnell. Das ist nicht mehr so viel. Ja. Ach, 9.000. Das schafft ihr schon, ey. Seid ihr so faul? Nasir Haq. Servus. Guten Morgen. Hallo, bitte schön, Freund. Danke. Wie geht's euch? Bitte? Wie geht's euch? Gut, danke. Ich habe mir gerade gemütlich gemacht, bin auf mein Bett. Oh nein, Tawhid, bitte. Tawhid. Ja, was denn? Oh nein. Hey. Oh nein. Aber musst du mir jetzt keine Fajr beten? Noch nicht. Also, Dino, wer bist du? Ich bin Carlo. Welcher Carlo? Ach so, Carlo, Bruder. Ach so. Bruder, der Tawhid. Wie geht's? Okay. Ganz gut. Danke. Sehr gut, ein bisschen müde. Okay. Ich sage Ihnen. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Freut mich. Und du bist Ex-Muslim, oder wie? Ja. Schia, was warst du denn? Bitte? Warst du Schia, Sunnite? Nein, war Sunni. Hast du auch gebetet und so? Ja. Was hast du beim Sujud gesagt? Ich habe getanzt beim Sujud. Achso, okay. Was hast du? Was? Was hast du beim Sujud gesagt? Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la. Habe dann meinen Dua gemacht. Was hast du gesagt bei Dua? Irgendwas, was ich gebrauche, was ich wollte. Mido, bitte chillen Sie bitte da unten, ne? Ich bin ja ganz schön respektvoll. Mann, was ist denn los? Was ist denn das Problem? Was bist du jetzt? Bist du jetzt Jude oder? Ich bin Ex-Muslim. Ich gehöre zu keiner Religion. Agnostiker. Ach so, okay. Was ist genau Agnostiker, Bre? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht, sozusagen. Ach so. Dann, okay. Guck mal, Bre, weißt du, was lieber wäre, wenn du an irgendeinen Gott glauben würdest? Weißt du, wieso? Ja. Zum Beispiel ist jetzt egal, also mir wäre es lieber, wenn du an Islam glauben würdest, aber ich würde jetzt mit dir mit und wenn du sagst, nein, Islam macht gar keinen Sinn, so dies und das, ne? Boah. Also ich bin auch fair, inshallah, ne? Aber dann glaub an irgendeinen Gott, weil schau mal, als Agnostiker, du glaubst an eine höhere Macht, oder? Vielleicht, ich habe keinen Beweis dafür, ja, aber auch kann ich ja wieder belegen noch. Ja. Richtig, richtig. Schau mal, Bre, bist du dir wirklich sicher, dass du wirklich das Leben dafür opfern willst, um nicht an einen Gott zu glauben? Stell dir vor, wenn du jetzt stirbst, du wachst auf und es gibt einen Gott. Was passiert dann? Du hast nicht an ihn geglaubt. Guck mal, was passiert mit mir, wenn ich jetzt sterbe und es keinen Gott gibt? Gar nichts. Ich werde nicht bestraft, gar nichts. Aber stell dir mal vor, du stirbst. Und du stehst auf, es gibt einen Gott und eine Religion war die Wahrheit. Und du hast nicht nach der Wahrheit gesucht und du hast nicht an den Herr geglaubt. Was willst du machen? Bruder, ja, was willst du machen, wenn du falsch liegst? Gehst du nach oben und dann kommt doch Christentum und nicht immer Muslim. Was okay. Willst du machen? Ja, dann ist es so, dann weißt du, aber ich bin überzeugt, Alhamdulillah. Aber wenn du sagst, was wenn doch und so. Wir sind auch überzeugt. Dann ist es ja auch. Wie kann man von Agnostiker überzeugt sein? Genau, du kannst nicht überzeugt. Nein, ich sag ja, die sind überzeugt, nicht wir. Schau mal, ich will einfach nur normal reden, weißt du, Dino? Lass uns bitte jetzt. Ich frag ja dich. Habe ich beleidigt? Nein. Ja. Ich habe dich auch die gleiche Frage gestellt. Guck mal, Bruder. Warte mal, Tawid. Dino, Bruder, guck mal, du hast in deinem Profilbild selber, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Bruder, dieser Satz ist sehr, sehr schön und wir wissen nicht, Bruder, wann wir wieder aufwachen, wann nicht, Bruder. Deswegen kehr zurück zu Gott. Ehrlich. Ja, das Leben ist so kurz und ich will dich meine ganze Zeit. Warum sagt ihr uns nicht, was euch davon überzeugt hat, dass der Islam der wahre Glaube ist? Boah. Aber erstmal, ich bin Christ und er ist Muslim, deswegen ist das anders, ja. Ja, dann wie du willst. Vielleicht kann der Tauhid uns sagen, was hat ihn davon überzeugt, dass der Islam die wahre Religion ist und danach vielleicht du, wenn du möchtest. Okay. Was mich überzeugt hat, einfach alles an Koran. Das ist ein Wunder, weißt du, Wunder von Gott. Das ist. Boah, was ein Argument. Boah. Guck mal, der ist richtig respektlos, Mann. Das geht, ja, Bruder, gib doch Argumente, du sagst, ich bin überzeugt. Ja, ich sage doch gerade, hä? Der ist Agnostiker, Mann, was soll ich da sagen? Also, mein Koran ist eine Wunder. Genau, ist ein Wunder von Gott alleine, weißt du, wenn man das liest und so, was alles da steht, das kann nicht von einem Mensch gekommen sein und die ganze Sachen, weißt du, und es belegt sich durch andere Religionen. Aber dir ist bewusst, dass Mohammed die Leute nicht überzeugt hat mit dem Koran, ne? Der Koran wurde in 23 Jahre geschrieben, Anfang war ja nur ein bisschen vom Koran, die Leute waren nicht überzeugt vom Koran. Das ist dir ganz bewusst. Gut. Ja, aber ganz gut. Wallahi, absolut nichts mit Wunder zu tun. Erstmal, ich weiß nicht, warum du Wallah sagst, aber ist okay. Und durch andere Bücher kann ich auch sehen, dass der Islam die Wahrheit ist, weißt du? Der wahre Weg ist durch andere Religionen. Oh Mann, Digga, Natschlach, könntest du bitte kurz dich auf stumm machen? Okay, kann ich machen, kein Problem. Danke. Und redet, danach kannst du reden.
Ja, du hast ja gerade gesagt, so ja, der Islam und so, Mohammed hat ja nicht durch Koran bewiesen, hast du recht, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, durch, dass er so ein guter Mensch war, dass er ist ja der beste Mensch, dass er so ein guter Mensch war durch seine Barmherzigkeit, was er getan hat für die ganzen Menschen und der hat auch Wunder vollbracht und der hat Dinge mit Gib Allahs Erlaubnis getan. Und uns Beispiele, Bruder. Und dann gehen wir tiefer rein. Der hat zum Beispiel Menschen gesagt, rezitiert diese Sura und es wird euch inshallah heilen. Rezitiert diese Sura und es wird euch vor bösen Augen bewahren. Weißt du? Und der Prophet Ja, er hat auch gesagt, dass die Kamelurin trinken, die werden geheilt, wurden aber nicht okay. geheilt. Sehr schön, doch, weil guck mal, wenn du jetzt in unsere... Tawid, kann ich dir antworten? Ey, Digga, du Hurensohn, lass ihn doch ausreden. Lass ihn doch ausreden. Sehr freundlich, sehr freundlich. Bitte, kein Schimpfwörter, bitte, bleibt höflich. So, Gubi, bitte, ich will nicht mit dir reden, bitte, ne? Ich will ganz kurz mit Babu reden, ich finde er sehr respektvoll. Du kommst hier hoch, direkt auf Angriff, ich will nicht mit dir reden, bitte. Babu, Ex-Muslim, kann ich bitte mit dir nur reden? Ja, ich höre zu. Okay, ja. Du hast gesagt, dass sie gerade bitte, was Leute, ich... Leute, mich, wenn Tawhid redet und Babu, dann seid mit Respekt, bitte, ehrlich. Ja. Also ja, ich rede auch nicht dazwischen, bitte. Okay, danke schön. So, guck mal, du hast ja gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt mit Kamelurin und so alles, ne? Guck mal, in jetziger unserer Zeit, wenn du schaust in deine Medikamente, zu 80% befinden sich in Medikamente sogar Kamelurin. Das wird einfach gemischt, weißt du, was ich meine? Das heißt... Das ist nicht dein Ernst jetzt, Bruder. Doch, Babu, Ex-Muslim. Nee, komm, du kannst gerne ein. Du kannst jetzt gerne, ich weiß nicht, wo du deine ganzen Tabletten lässt, deine Kühlschrank oder wo du auch immer lässt, ne? Urin ist sozusagen unser Abwasserkanal, ne? Das ist Urin. Da kommen die ganzen Giftstoffe raus aus dem Körper und Kamele schwitzen nicht. Das heißt, die schmeißen alle ihre Giftstoffe durch ihre Urin. Wir schwitzen, wir teilen das zwischen Schwitze und Urin, unsere ganzen toxischen Sachen. Aber Kamele können nicht schwitzen, deswegen alle ihre. Hey, versuch mal zu urinieren auf eine Pflanze. Und guck mal, ob sie dann wächst. Nein, du verstehst mich gerade nicht. Guck mal, ich meine, du kannst ja, das wird auch wissenschaftlich bewiesen, dass Kamelurin gesund ist, weißt du, oder? Nein, keine Wissenschaftler hat das gesagt, wir haben es noch nie im Fernsehen gehört. Ach, oder doch, irgendwo okay. Okay, schau mal, ich würde gerne, ich habe auch jegliche Beweise, ne, von den ganzen Wissenschaftlern, aber da wir gerade kurz vor 5 Uhr haben, weißt du, mein Laptop ist halt aus und so, deswegen, wenn du willst, können wir gerne mal darauf, gerne ein anderes Mal, wie gesagt, darauf eingehen. Ich kann dir beweisen, dass es wissenschaftlich bewiesen wurde, dass es gesund ist. Es ist gesund. Und naja, was nennst du nur, wo es bewiesen wurde, welche Krankenhaus oder welche Labor, welche ja. Ärzte. Das würde gerne, gerne, gerne. Gerne, gerne. Okay. Ich habe das alles, weißt du? Ich sage das ja nicht einfach so aus mir, weil ich darf nicht lügen. Es ist mir nicht erlaubt. So, naja, man darf schon lügen. Kommt drauf an, für welchen Zweck. Ne? Richtig. Du kennst doch den Hadith von dem Mann, der einen Typ töten wollte. Und der hat Mohammed gefragt, darf ich lügen, um in den Dorf reinzukommen, um den Typ zu erledigen? Der sagt ihm, ja, darfst du lügen. Wo steht also, das? Man darf lügen im Krieg, man darf lügen, um zwischen einer Frau und ihrem Ehemann zu versöhnen, darf man lügen. Also man darf schon lügen. Es gibt Bedingungen. Aber jetzt ist diese Bedingung nicht nötig und ich darf in dem Moment jetzt nicht lügen. Um deine Religion zu verteidigen, darfst du lügen auch. Taqiyya heißt das, Taqiyya. Nein, ja, Taqiyya darfst du nicht an dieser Stelle jetzt machen. Und wenn du sagst, ich verbreite gerade ja meine Religion. Man darf Taqiyya nicht machen, während man über die Religion spricht. Doch, bestimmt. Es gibt sogar einen Hadith, hör mal zu, es gibt einen Hadith von Mohammed, eine Sekunde, Gubi. Es gibt einen Hadith von Mohammed, wo der sagt, ein Hadith sahih, man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Also wer irgendwas über mich sagt, was ich nicht gesagt habe, hat er schon seinen Platz in der Hölle, seinen Stuhl in der Hölle vorbereitet. Und in Tafsir steht, außer mit Taqiyya. Also da steht, man darf über Mohammed lügen, wenn man Taqiyya macht. Genau, genau. Guck mal, na'am. Erstmal sehr schön gesagt, ne? Babu, und jetzt, was heißt Taqiyya? Was haben die Gelehrten gesagt, wann du diese Taqiyya machen darfst, bitte Allah Ta'ala? Ja, wenn du deine Religion verteidigst, nein, wenn nein, du das deine stimmt Religion nicht. Verbreitet, darfst okay, dann du, zeig darfst mir sogar, das bitte. Du darfst sogar Hadith Du'af okay. Du darfst sogar Hadith benutzen, um deine Religion zu verteidigen. Schau mal. Du hast gerade gesagt, um meine Religion zu verteidigen, zu verbreiten. Kannst du mir das kurz zeigen, bitte? Beweis mir das mal, bitte. Wie denn?
dass ich das darf. Du hast gerade gesagt, ich darf Taqiyya machen, wenn ich meine Religion verbreiten darf. Ich will dafür einen Beweis haben und dann ja, sage ich, okay, danke. Sogar in Dawa, also wenn du jetzt in der richtigen Sunnite bist, dann kennst du es bestimmt. Nein, du bist nicht so, bin ich Sunnite. Aus meiner Bettler ausholen, dass ich jetzt wieder Licht anmache und das suche. Das steht auch in den Dawa, wenn du Dawa machst für den Islam, darfst du sogar Hadith Daif benutzen. Da zum Beispiel der Hadith, wo steht, Mohammed hatte eine jüdische Nachbar und der hatte in seine Schutzdings wenn du mir das erwähnen kannst, oder der Hadith, wo der Jude Müll schmeißt vor Mohammeds Haus und der einen Tag hatte keinen Müll geschmissen. Das ist ein Daif, aber viele benutzen das in der Dawa. Das ist erlaubt. Okay. So, Babu, du hast gerade, das hat nichts damit zu tun, du hast gerade gesagt, ich darf Taqiyya machen, indem ich meine Religion verbreiten darf. Wenn du mir das zeigst, ne? Wenn du mir das zeigst, dann hilfst du mir dabei, dein Glauben näher zu kommen. Wenn du mir kann zeigst, ich suchen, oder der hat keinen Glauben, sagst du. Okay. Ja, dann weißt du? Nein, Bruder, komm mein Glauben näher, Bruder, weil der hat eh keinen Glauben. Komm mein Glauben näher. Was war nochmal dein Glaube? Ja. Du kleiner Bruder. Na schau, rede nicht dazwischen. Lass die beiden reden. Okay, ich habe mich auch nicht eingemischt. Ja, ja, okay. Genau. Guck mal, du bist Christ, du kannst auch gleich gerne mit denen sprechen, weißt du? Aber weißt du, was mich einfach bewundert? So, ich bin so richtig schock hier in den Kommentaren. So, ich meine, ihr seid ja Agnostiker, so, ich weiß jetzt nicht, ob alle so sind, aber diese Hass gegenüber Islam, subhanallah, ich sehe nur Hasskommentare gegen mich oder generell gegen Islam. Und ich frage mich, woher das kommt, so, ob hier nur über Islam schlecht geredet wird oder. Ich weiß nicht. Machst du noch Bruder Tawhid? Nein, also ich kann haben vorhin auch, die haben das vorhin sind die Sachen, die du von dir gibst. Gobi, die haben auch vorhin über Christentum kritisiert, die haben über Christentum guck mal, geredet. Der Freund, der Freund dich gefragt gehabt, der hat gesagt, ey, was, wenn es einen Gott gibt, wieso machst du es nicht einfach? Was, du hast doch nicht viel zu verlieren, okay? Aber da kann ich nur sagen, was wollte ich überhaupt sagen? Oh. Was, wenn deine Religion falsch ist? Denkst du, ich muss deine Religion befolgen oder muss ein guter Mensch sein? Ich denke, wenn ich vor Gott bin und ein guter Mensch bin, Wenn ich ein guter Mensch war, ist es scheißegal, welche Religion ich war. Deine Religion Warum bist du so laut? Ich möchte antworten. Hallo, du, Gobi, komm. Was ist? Das macht keinen Sinn. Warte ganz kurz, bitte. Gobi, du hast gesagt, wenn ich ein guter Mensch bin, was macht das für einen Sinn und so weiter. Guck mal, ich habe jetzt eine Frage. Nehmen wir mal an, du bist ein Chef einer Filiale, ja? Du hast Mitarbeiter, okay? Und du hast einen Mitarbeiter, ja, der kommt monatelang nicht zur Arbeit, aber er sagt am Ende des Monats, wo ist mein Gehalt, wo ist mein Geld? Willst du ihm sein Geld geben, obwohl er nichts gemacht hat für dich? So ist das mit Gott. Wenn du nichts für Gott machst, ja, nichts für Gott, warum soll Gott dir das Paradies geben? Weil ich ein guter Mensch war. Denkst du, Gott braucht deine Gebete? Hat dieses Beispiel dir nicht geholfen? Guck mal. Na, eigentlich nicht, das war so sinnlos. Du kannst der beste Mensch der Erden sein, wenn du Gott ablehnst, ja, wenn du nicht nach seiner Botschaft gelebt hast, ja, dann bist du in der Hölle, in der ewigen Hölle. Also, das heißt, weil ich ein schlechter Mensch bin, hab Gott angebetet und so, sind meine Chancen höher, da in den Himmel zu kommen? Tawhid, ich frag dich mal. Jetzt, du beginnst einen Sinne, du beginnst einen Mensch. Zum Beispiel. Wenn du deine Frau betrügst zum Beispiel, wenn du jemanden tötest zum Beispiel und so weiter. Aber bist du trotzdem Muslim? Nee, und ich habe niemanden angetan. Bitte kann einer dieser Mido-Stimmen, bitte. Ich weiß nicht, ob Mido, bitte stimm dich, bitte. Also guck mal, was ihr alles schreibt, bitte. Wer? In den Kommentaren, guck mal, bitte. Modi, bitte. Er hat aber nur geschrien, er hat mich beleidigt. Warum soll ich ihm stimmen? Doch, Bruder, das ist doch normal, Chimmer, rede mit dem. Bruder, der hat auch davor beleidigt, die ganze Zeit schon. Ich achte schon, und wir haben da Modis. Wie viele Modis sind noch da? Ahmed Sika wollte schlafen, der ist doch wach geblieben. Wir machen sowieso gleich Feierabend. Wir auch langsam. Ich bin seit 8 Stunden live, Freunde. Okay, Gino, tut mir leid, du kannst weiterreden. Ah, okay. Tawhid, also du hast Sinna begangen, du hast jemanden getötet und ich habe niemanden getötet. Ich habe immer nie was Schlechtes gemacht, ne? Aber ich komme in die Hölle und du gehst in Paradies.
Guten Morgen. Findest du das gerecht? Also erstmal, das, was sagt, ist auf jeden Fall sehr gut, ne? Natürlich ein Mensch, der jemanden tötet, ein Mensch, der Sünde begeht und der in den Himmel kommt und ein Mensch, ein guter Mensch, wie du jetzt gesagt, schon mal gesagt hast, der diese Dinge nicht getan hat und in die Hölle geht, ist auf jeden Fall nicht gerecht. Aber wir sagen ja zum Beispiel auch, wir sagen ja zum Beispiel nicht. Das war's. Das, brauchst du nicht weiter, das reicht. Nee, aber ich will nur ganz kurz bitte was sagen, bitte. Weil wir sagen zum Beispiel nicht, wenn du Muslim bist, aber Sina begangen hast und Menschen getötet oder sowas auch immer, dass du Paradies kommst, weißt du? Man sagt, außer du machst Hedge. Außer du machst Hedge. Bruder, du hast das falsche erklärt, Tawid. Außer du machst Hedge, du bist Hedge und dann wirst du für neu geboren, ohne Sinn. Außer du machst Taube. Guck mal, Taube bedeutet Hedge. Dann zahlst du Geld, wer Geld hat, geht in den Park. Zum Beispiel, ich werde, guck mal, zum Beispiel Tawhid. Lass mich doch bitte. Doch, bitte. Wer als Mensch nur und dann mache ich Taube oder irgendwas und dann ist es wieder okay. Lass mich kurz bitte sowas sagen. Nein, du musst nicht auf unbedingt nach Hajj gehen. Erstmal, du gehst Hajj, wenn du die Möglichkeit überhaupt dazu hast, dann ist es zur Pflicht. Wenn du die Möglichkeit gar nicht hast, dann ist es nicht mal Pflicht. Ne? Und du machst Taube. Also wenn du reich bist, gehst du in den Paradies, weil du Hajj bezahlen kannst. Wenn du arm bist, gehst du in die Hölle, weil du Hajj nicht bezahlen kannst. Bitte nein. Wenn du von deinen Sünden nicht gewaschen wirst. Bitte, wirst du gewaschen von deinen Sünden, wenn du zu Hajj gehst, ja oder nein? Ja, wirst du. Ja, also, okay, also. Dann reiche Männer, reiche Menschen können sich das leisten, arme Menschen. Genau, guck mal, das ist das Schöne an Islam, subhanallah. Wenn du am Freitagsgebet, ne, dann du dich komplett wäschst, ne, und zur Moschee läufst, so ist es, als würdest du einmal einen Umrah gemacht haben, subhanallah. Auch für die armen Menschen gibt es tausende Sachen. Babus, Ex-Muslim, okay. Bitte, du kannst das nicht als Argument nehmen, aber lass mich ganz kurz bitte fortführen. Doch, kann ich. 8000 Euro und du hast alle deine Sünden weg. 8000 Euro für Saudi-Arabien, du hast alle deine Sünden weg. Doch, es gibt einen Hadith, der sagt, du bist mir neu gewählt. Ja, ja Rabbi, ja Allah. Ich dachte, wir bleiben respektvoll. Ich komme gar nicht zu Wort. Aber du lügst. Du machst einen guten Sinn. Was hat Wahrheit mit Respekt zu tun? Verstehe ich nicht. Warte, was für Wahrheit, du Hurensohn, ihr Hurensohne. Ihr seid Kuffar, elendiger Moschrikon. Siehst du? Sehr gut, der hat uns seine Charakter gezeigt, wie er erzogen wurde. Siehst du? Was siehst du mit ihr mir? Ihr seid ja... Wer ist Christ? Wer ist Christ? Wer hat beleidigt gerade? Christ ist ein Christ, der sagt Kuffar Nasir al-Haq. Ist das ein christlicher Name, Nasir al-Haq? Also. Also, ich weiß, wer das ist. Der einzige Christ bin ich hier. Nasir al-Haq, ich schwöre bei Allah, schreib sofort, Bruder, was du bist, bitte. Und guck mal sein Video an. Das ist so krass, wenn ein Mensch beleidigt, ihr denkt sofort, er ist Moslem, subhanallah. Das ist so traurig. Bruder, der ist mit seinen anderen, der heißt, mit das weiterkommt. Genau. Das heißt, Nasir al-Haq, Bruder. Also ich bitte dich. Der ist Araber. Bitte dich. Guck mal, geh auf seinen Account, guck seine Videos an. Geh doch auf seinen Account. Das ist sein zweiter Account. Warum sagt er Kuffar? Sein zweiter Account. Gott nicht Kuffar bei den Christen, die sagen das nicht. Doch, Ungläubiger, der ist Araber. Ey, es war kein Zufall, dass ihr gleichzeitig gekommen seid. Ja, mein Gott, Digga, subhanallah. Ey, meinst du das gerade ernst? Ey, es interessiert mich, dich denk, was du willst, aber der ist nicht... Tawhid, sobald ich gesagt habe, ich bin Carlo, bitte. Ja, ich habe schon öfters geredet. Bitte. Nein, niemals. Ich doch. Niemals. Wir haben schon doch, mal geredet. Mit seinem eigenen Account, mit anderen Account. Mit dir weiß ich, aber mit ihm. Guck mal, ich schwöre bei Allahs 99 Namen, der ist Christ. Wallahi billahi ta'ala, der ist Christ. Das ist eure Spielerei, das ist das Problem. Du bist Christ und der liebt Muslime, weil die ihn beleidigen. Das ist genau, was ihr bei Handy macht. Wirklich. Entschuldigung. Ich habe das selber gesehen. Bei Hamdi, er macht 6-7 Leute, ne, und einer von euch macht sich als Christ da. Und er debattiert gegenseitig. Ich war doch dabei. Lüg doch nicht. Ich dachte wirklich, du wärst respektvoll, wirklich. Ja, aber ich war doch dabei. Du kannst nicht als Lügner da. Ich dachte wirklich, du wärst doch, wirklich respektvoll. Bitte. Ja, was hat der Joker gemacht? Hat er nicht gesagt, ich bin hier jetzt Christ, ja, Adi, lass uns debattieren? Sei ehrlich, ich schwöre auf Allah, hat er nicht gesagt. Ich weiß nicht, warum fragst du mich? Ich war doch nicht dabei. Du warst dabei, Mann. Du warst live, wo ich dir gesagt habe, ich komme dich besuchen, wenn du live machst. Nein, das stimmt nicht. Ich war auf Allah, sag nein. Ich schwöre bei Allah sogar nein. Du verwechselst mich mit einem anderen Tauhid. Dino,
die versuchen immer Argumente so zu finden, wenn sie, also weil sie keine Argumente haben, dann sagen sie, er ist Christ, er ist Jude oder er ist Atheist. Sei ruhig bitte, du bist Christ. Ja, entschuldige. Ich kenne doch deine Stimme, bitte. Ich gebe es ja sogar zu. Ja, du glaubst, dass drei Güter, sei ruhig. Ich kenne doch deine Stimme, du kannst doch deine Stimme nicht ändern, verstehst du? Bitte. egal, ich schwöre bei Allah, ich war soll das ich, nicht. Soll ich dir jetzt einen Vers sagen? Summun bukmun um la yarja'un? Summun bukmun umyun um la yarja'un? Willst du das hören? Kannst du auf Stumm kurz gehen, damit ich das kurz erkläre, bitte? Bitte. Ich will ganz kurz was sagen, unterbrich mich ganz kurz nicht. Bitte, lass mich kurz, unterbrich mich auch ganz kurz nicht, inshallah. Guck mal, du hast gerade was gesagt, was einfach kein. Guck mal, Mido, mach dich auf stumm, bitte. Keiner will deine Lache hören, bitte. Guck mal, geh doch mal bitte jetzt auf stumm, Mido, damit du nicht wieder lachst. So respektlos, ne? Das ist einfach Achlak von einem Christ, Digga. Siehst du? Guck genau mal, das hat dir das, das ist euer Charakter. Das ist euer Charakter. Oh mein Gott. Das ist euer Charakter. Siehst du? Das ist so wie ein Hass, wie hasserfüllt ihr seid. Na, das sieht man an euch, an eurem Charakter. Das ist eure Religion, das ist eure Kultur, das ist euer Buch. Das ist, dass ihr so hasserfüllt seid. Und du bist ein älterer Mann, Digga. Du willst was erklären, aber beleidigst jeden hier, egal wer hier reinkommt oder was schreibt. Du willst deine Argumente rüberbringen, als wenn das richtig ist. Du liegst auch total falsch. Guck mal, es sind Atheisten, es sind Agnostiker, es sind Christen, Mido, wir können gerne Juden, debattieren. Keiner sagt was. Aber bei euch, ihr habt immer gegen alle Religionen was. Stimmt da was bei euch nicht? Es stimmt doch bei euch was nicht. Ey, bitte sag mir so mal, sich kurz du diktierst mir, ich soll mich stumm schalten. Warum? Wer bist du? Weil ich rede und du bist beleidigt. Ja, aber warum beleidigst du ihn? Warum ich ihn beleidigt? Na, hast du doch. Du bist Christ, du hast hier nichts zu sagen. Hast du gerade nicht gesagt? Du hast gesagt, du bist Christ, du hast hier nichts zu sagen. Ey, ja, Munafiq. Wer bist du, Land? Ja, Munafiq. Hast du überhaupt gesehen, was du überhaupt kommentiert hast? Ola Haywan. Ola Haywan. Wer bist du? Subhanallah. Ja, aber du kannst es. Er hat mich ganz beleidigt. Ja, dafür ist er hochgekommen, verstehst du? Dafür ist er hochgekommen. Die Kommentaren beleidigen und ihr sagt gar nichts. Ja, aber dafür ist er hochgekommen. Carlo, lass mich kurz erklären, der ist jetzt auf stumm, bitte, guck mal. Was du gerade gesagt hast, bei diesem Ex-Muslim, ne, das stimmt nicht. Weil er gesagt hat, ja, wenn du kein Geld hast, so machst du, bla bla bla. Und mit dem Taubau ist gemeint, wenn du etwas bereust, wenn du etwas von Herzen bereust und nicht wiederholst, so wird dir in Allah vergeben. Allah ist barmherzig und er wird dir inshallah ta'ala vergeben, wenn du um Vergebung betest. Und mit Hajj, du musst nicht Hajj machen, aber für die armen Menschen. Wo steht das? Aber was ist mit der geschädigten Person? Wie willst du das gut machen, wenn du jemanden getötet hast oder ein Mädchen vergewaltigt hast und gehst im Paradies, sitzt neben diesem Mädchen für alle Ewigkeit? Wie verrückt ist das? Ja, wenn du so willst, dann musst du jede Religion kritisieren. Wenn du Geld hast, mache ich auch. Ich gehöre ja auch deswegen zu keiner Religion. Wenn du Geld hast, kannst du gehen in Hajj und wirst wie neugeboren. Wenn du kein Geld hast, ist das schwieriger. Punkt. Nein. Also du bist bevorzugt, wenn du Geld hast. Das ist auch nicht gerecht. Nein, stimmt nicht. Guck mal, wenn du sogar Hajj machen willst, ne? Deine Hajj wird nicht mal zählen, wenn deine Nachbarn sogar verhungern. Deine Nachbarn, du musst deinen Nachbarn auch so Sadaqa geben, sodass du Hajj machen kannst. Das ist allgemein islamische Wissen, Mann. Nein, Leute lassen ihre Brüder ohne Häuser auf der Straße und gehen machen Hajj, nur um einfach so sich anzugeben. Okay. Allah nimmt das, weil die Leute, die das Religion haben, wollten ja auch, dass Hajj besucht wird und dass sie damit Geld machen. Das ist ja auch Geldmacherei. Aber Saudi-Arabien macht 12 Milliarden Dollar jährlich mit Hajj. Natürlich. Es geht ja um Geld. Das, was ihr erbeutet, gehört Allah und sein Prophet 20%. Es geht ja nur um Geld und Macht im Islam. Du hast vorhin gesagt, dass der Prophet barmherzig war. Kennst du den Hadith von dem Mann, der 6 Sklaven befreit hat? Warte mal, du lässt dich mal irgendeinen ausreden. Guck mal, schau mal, ich habe dir gerade nochmal gesagt. Ich habe die ganze Zeit stumm. Nein, was für die ganze Zeit, Mann? Du warst auf stumm, aber die haben gerade geredet.
Kennst du den Hadith von dem Mann, der vor seinem Tod sechs Sklaven befreit hat? Bitte, sag mir jetzt wieder Barmherzigkeit. Nein, warte. Ich hatte gar keine Chance, darauf zu antworten. Du bist richtig respektlos. Lass mich mal kurz was sagen. Guck mal, ich habe drei Freunde, weil ich dich die ganze Zeit warte doch mal, ihr Allah, hier. Lass mich doch mal. Guck mal, du hast gerade gesagt, ich habe von dir was verlangt, du hast gesagt, ja, ich habe gerade nicht, weil bla bla bla. Und ich sage dir gerade, ich habe auch nicht. Wenn du willst, folg mir und du und ich alleine, beide oben, ich komme bei dir rein, wir beide oben und wir können über jede Hadith, du willst, inshallah debattieren. Willst du? Können wir machen, ja, folg mir, okay, und wir können gerne debattieren. Fertig, folg mir zurück. Ja. Ich folge dir, folg mir zurück und morgen, wir werden debattieren. Und wenn ich all deine Fragen inshallah beantworte, nimmst du den Islam an? Wenn du mich davon überzeugst, ja, vielleicht. Okay, aber ich glaube nicht, dass du Okay, also wenn ich all deine Fragen beantworte, du nimmst den Islam an, richtig? Vielleicht, ja, wenn ich davon überzeugt werde, ja, aber ich glaube nicht, weil ich... Nein, wie gesagt, warum alleine? Warum alleine? Ich sagte, warum alleine? Damit wir alleine beide reden. Ich hole keinen anderen, ja, der holt keinen anderen, wir reden alleine. Okay, wenn ich, ne, wenn ich dich komplett, deine alle Fragen, inshallah, beantworte mit Allahs Wille, mit Allahs Erlaubnis, dann nimmst du den Islam wieder an, okay? Ja, machen wir, okay. Okay. Aber du Ich habe aufgenommen jetzt. Tauhid, ich habe einen Beweis für mich. Tauhid. Also wenn wir reden, dass ich wieder das nicht... Ja, zählt das für mich auch? Tauhid, zählt das für mich auch, wenn ich dabei komme? Ja, inshallah, dann ein anderes Mal. Selbige Frage, Mido. Und umgekehrt auch, wenn ich dich überzeuge, dass das alles nicht gibt, verlässt du den Islam? Ja. Wenn du, guck mal, es ist, die Chance liegt bei 0%. Wenn du, Leute, nimmt auf. Ja, wenn du, ne, mir beweist, dass der Islam, ne, das Koran verfälscht ist, wenn du mir das alles beweist, ne, was nicht mal 1% möglich ist, walhamdulillah, ne, ist die Religion bei Allah ist der Islam, genau wie Allah es im Koran sagt. Du verstehst Arabisch, ja? Es spielt eine Rolle? Nein. Okay, ich meine, wenn wir jetzt über Hadithen und so reden, muss ich sie übersetzen, ich kenne sie nur auf Arabisch. Das ist alles meine Muttersprache. Alles gut. Okay. Wir können gerne auch auf Arabisch führen, ist, wie du es möchtest, inshallah. Nein, nicht die Unterhaltung, nur halt die Quellen und so, und die Hadith und so, kann ich nur auf Arabisch. Ja, du kannst mir die Hadithen geben dann natürlich so mit Zeit und so, ne? So, ich kenne ja nicht jede Hadith auswendig. Du gibst mir, ich gucke, was die Gelehrten dazu gesagt haben und ich erkläre es dir genau so, wenn ich das nicht verstehe. Verstehst du? Und ich nehme keine neuen Gelehrten oder keine Forum oder so von Internet, nur die anerkannte Gelehrten, ne? Ja, natürlich, natürlich. Ich doch auch nicht. Ich doch auch nicht. Welche Uhrzeit? Und du bist Sunnite, ne? Du nimmst Koran, ja. Sunna, Hadith, Walhamdulillah. Ijma' und Qiyas, ja? Walhamdulillah. Nur okay, der Weg des Sunniten ist der wahre Weg. Okay. Welche Uhrzeit seid ihr? Islam ist perfekt. Ja, folgt, Tauhid, folgt mir, damit ihr nicht verpasst. Wenn wir live gehen, wir schreiben noch privat, dann gucken wir, wenn wir live gehen können. Richtig. Wir könnten auch ein Thema ausmachen, damit wir nicht über vieles reden, weil da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu besprechen. Wir können ein, zwei Themen ausmachen und dann diskutieren wir sie und dann können wir wieder noch einmal andere Themen machen. Okay, gerne. Gib mir zwei Themen, inshallah. Ja, machen wir. Oder du schreibst mir privat einfach zwei Themen. Wie ist das mit Scharia erstmal? Was ist mit Scharia? Erstmal Scharia-Thema. Ja, Scharia. Ja, was ist mit Scharia? Die Gesetze. Können wir gerne machen. Kein Problem, okay. Bin dabei. Das erste Thema ist Scharia, kein Problem. Subhanallah, das ist das Schönste. Wie du willst. Naja, ja. Ja. Die besten Gesetze. Da können wir darüber reden, okay. Das ist ein Thema. Ist und danach ein weiteres Thema suchen wir nochmal aus. Also endlich ein Muslim, der das machen will. Endlich. Das also Tauhid, also nein. Und Tauhid, make dir das eins. Ich glaub mir. Guck mal, ich kenne dich. Also, du warst ja ein bisschen respektlos zu mir, ist kein Problem, das ist normal. Ne? Aber ich habe Beweis. Ne? Egal, wenn ich bei Muhammadi gehe und sehe ich dich da, dann zeige ich dir das. Okay? Und da sind Leute hier. Das sage ich, dass du abgehauen bist. Wir machen jetzt ein Ach so, Freien-Uhr. Ja, gerne, okay, gerne. Ja? Ach so, kein gerne. Problem. Natürlich. Okay? Und ich bin da, ich bin hier, ich werde ich jeder Stummen, der Gott beleidigt, okay. Damit du nicht hier, ja, ist wirklich. Ja, nein, wir machen das auf jeden Fall. Jeder, der Gott beleidigt, der Mohammed beleidigt, werde ich ihm stummen. Dino, damit du hier nicht auf 180 Dino, gehst. Verstehst Dino, du? Ja. Dino, hallo. Wir gehen auf jeden Fall nicht bei euch rein. Ihr kommt bei mir rein. Nee. Doch. Du kommst hier. Du bist hier hingekommen. Nein.
Ja, jetzt kommt du, wir können auch die nein. Ja, komm bei mir. Du gehst live und ich gehe live und wir machen Host zusammen, verstehst nein, du? Nur du gar nicht. Du kommst bei mir rein. Ich gebe dir auch Moderator, aber du kommst bei mir rein. Nein, ich brauche ich nicht. Wir können ja zu zweit nein, gleich gehen. Nein, ich bin nicht bei dir. Ich habe hier genug gesehen, wie du alles zugelassen hast. Musst du nicht bei mir. Nein. Wir machen Host wie diese Match. Nein, du kommst bei mir rein. Okay, wir gehen bei deinem Chris rein. Wir gehen bei deinem Chris rein, okay? Ich war schon mal bei den Muslimen, die lassen mich nicht reden, weil Dino, wenn die wissen, dass ich Arabisch verstehe, schicken sie mich runter, weil die wissen, dass ich ja sehe, wenn die lügen. Nein. Ich habe nicht gesagt, Muslim. Nur alleine. Nicht, da soll keine Unterstützung haben vom Joker oder Hamdi. Alleine. Er sagt, ich komme die Partien, alleine musst du kommen. Ich war bei denen gegen sie, sie waren alle zu fünft oder so, die haben mich geblockt ja. Und runtergeschrieben. Also, hallo, bist du hallo. Alleine? Lass mich doch. Ja, nicht bei dir, aber diese Abu Qasim bei Hamdi, bei Dings, die haben mich nicht, als er verstanden hat, dass ich Arabisch verstehe und dass meine Muttersprache ist, hat er angefangen zu schreien, weil ich konnte sehen, dass das nicht der Tafsir war und hat mich direkt runtergeschickt. Und Okay. Alles gut, bitte erzähl mir keine Sachen, okay? Bitte, es interessiert mich gerade gar nicht. Und wenn er nicht hier ist, bitte red nicht in seiner und nicht Anwesenheit, inshallah. Du kannst ja auch auf, guck mal, du kannst ja auch auf meinen Account. Nein, es interessiert mich nicht. Ich bin kein Postbringer. Nein, es interessiert mich nicht. Guck mal. Ja, aber ich gehe nicht, ich weiß, wie das geht. Deswegen sage ich einfach, dass es neutral sein soll. Was heißt, warum willst du es nicht neutral haben? Verstehe ich nicht. Warum muss es bei dir sein? Wir können es auch neutral machen. Was für neutral bei dir? Du, Junge, der eigentlich. Nicht bei mir, wenn du Host bist und ich Host bin und wir zusammengehen. Wie im Match. Wie diese Match. Da kannst du, kann ich dich nicht stimmen, kann ich auch nicht stimmen. Junge, warte doch mal, ja. Was ist los mit dir? Wallah, du redest wie eine Wassermaschine. Ich erkläre dir nur meine Ansicht. Guck mal, ich sage dir jetzt, du kommst einfach bei mir rein, ich gebe dir Mut, weil ich bin gerade hier reingekommen, ne? Jetzt haben wir einen Termin ausgemacht und dann reden wir bei mir fertig aus. Nein. Du bist hier hingekommen, du hast gesagt, lass uns die Partie, dann kommst du hier. Dino, keiner redet mit dir, bitte. Ich will nicht mal mit dir. Ja, aber du bist hier hingekommen. Nein, du bist hier hingekommen. Du hast gesagt, lass uns die Partie, dann kommst du morgen. Er kann für sich selbst reden. Kannst du morgen? Ja, aber. Ich werde ja, hier schon mal anlocken. Nee, alles gut, Ahmad Sekan, also wenn ich live gehe, ist das Doppelte von dieser Zuschaueranzahl. Ich habe sogar bei mir Live-Anzeige. Ja. Das ist mein zweiter Account, mein anderer Account ist voll. Ja, ich habe sogar, mein Live-Ding sogar. Oder aus. Wir gehen auf eine andere Live bei irgendjemand neutral. Einfach. Ja, aber wir gehen bei jeder von uns 5 Minuten zu reden, der macht diese Uhr. Da kann keiner der Al-Haq, okay? Bei Nasir Al-Haq, das ist Christ. Ja, wie du willst, ja, wenn er neutral bleibt und nee, das ist kein Christ. Macht. Das ist kein Christ. Dino, du bist so lächerlich, ne? Du bist so lächerlich. Das ist kein Christ. Wo hast du das gefunden? Ich sage dir gerade, ich schwöre bei Allah, sogar der ist Christ, du sagst, er ist nicht Christ. Was bist du für ein Mensch? Denkst du, ich schwöre dir? Willst du dein Haus gebaten? So eine Schande bist du. Egal, wenn er Christ ist, wenn er so einen Charakter hat, dann brauche ich nicht zu ihm. Sorry, der hat beleidigt, der hat sich benommen wie der letzte Ding. Was soll ich bei ihm? Sorry. Weil mir du Respekt, ihr wart respektlos. Ich habe ihn nicht beleidigt, ich beleidige nie. Ich bin immer höflich und respektvoll zu jedem. Okay, auch wenn ich beleidigt werde, antworte ich nicht mal. Okay, er kommt doch. Ich habe ihn auch nicht zurückbeleidigt, weil ich einfach nicht beleidige. Es ist nicht mein Charakter, das sind nicht meine Prinzipien. Ich wurde nicht so erzogen. Okay, wir gehen einfach bei mir rein oder bei diesem Nasir Al-Haq. Ja oder nein? Nee, bei Eddie. Was ist denn bei Eddie, Junge? Ich kenne ihn doch. Ich kenne dich wegen Eddie. Wenn er Zeit macht, macht das keinen Unterschied. Kann ich in deine Zeit nicht reden und du kannst mich nicht stummen? Nein, auf jeden Fall nicht, Digga. Was laberst du für bei Eddie? Ich war bei Eddie schon drinnen, da wo du drin warst, Dino. Ich habe gesehen, er kann nicht reden. Ist. Er macht Uhr. Hast du verstanden, was? Nein. Wir machen bei mir. Ja, dann nicht. Dann lass deine Debatte für dich, Mann. Also haust du ab. Ich hau nicht ab, du machst. Warum hau ich ab? Ich hab dir gesagt, wir machen zusammen Host. Also ich gehe live, du gehst live, wir gehen zusammen live, jeder in seine eigene Live. Warum kommst du nicht bei mir rein? Wie ich gerade bei willst dir du nicht? Ich hab gesagt, wir gehen bei jemand anderen, der gibt uns Zeit, jeder in 5 Minuten, keine Stunde, den anderen, keine Block, den anderen, nein, will ich nicht. Also dann wirst du es nicht fair haben.
Du willst es nicht fair haben. Ich habe gesagt, wir gehen bei jemandem ran. Du bist so ein Respektloser. Der macht eine Uhr. Ich kann nicht in deine Zeit. Was hat das mit Respektlosigkeit zu tun? Dino, reicht doch. Dino, du bist wie ein Kommentarmann. Reicht doch. Hör auf, alles zu kommentieren. Ich rede doch gerade mit Babo, Digga. Reicht doch. Ja, dann pass auf, wie du redest. Digga, oh mein Gott. Ja, genau. Beide gleiche Bedingungen. Okay, warum sagst du gerade Babo nicht zu ihm? Sag doch zu Dino, er soll ruhig sein, wenn ich mit dir rede. Wir reden doch beide gerade. Ja, Dino ist laut bei dir, Bruder. Kannst du dich kurz stummen, bitte? Ich habe dich jetzt die ganze Zeit nicht gestummt, Doppel. Ich war die ganze Zeit nicht zu dir. Ich habe dich reden lassen. Ich habe dich auch gestummt. Guck mal. Ich bin kein Unfairer mehr. Wenn ich dir sage, wir gehen bei jemand anderen, der macht Ruhe einfach. Ich sag dir, warum du respektlos bist, okay? Diese ganze Kommentare, die du liest, ne? Und wallahi, wärst du wahrhaftig, würdest du dich stimmen oder würdest du sagen, ey, hört auf, er ist respektlos. Haben die gemacht. Und was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du sagst, ja, ist doch nicht schlimm, der beleidigt nicht deine Religion. Ja, nee, schämst du dich nicht als Mann, sowas zu sagen? Er hat dich nicht beleidigt. Wer hat dich beleidigt? Ich sag dir, die haben einen Prophet beleidigt und das ist für mich schlimmer. So ist es für bei mich. Bei mir, guck mal, hier bei mir werden Religionen beleidigt. Die Religionen haben keine Rechte hier bei mir. Religionen sind nicht heilig bei mir. Ich glaube an keine Religion. Christentum wird hier beleidigt. Judentum wird beleidigt. Nein, stimmt nicht. Ich habe nicht einmal was mit Christentum gelesen. Religionen haben keine, Religionen so sind Ideologien und die haben keine Rechte. Nur der Mensch ist bei mir hier heilig. Wenn ein Mensch hier beleidigt wird, der wird direkt gestummt. Religionen haben keine Rechte, haben keine Gefühle, die können nicht verletzt werden. Die sind für jeden, jeder kann sie kritisieren, beleidigen, darüber lachen, Witze darüber machen, jeder macht, was er will. Nur Hauptsache keine Menschen, keine Personen eingreifen. Das heißt gerade, das ist Respektlosigkeit von dir, genau das meine ich. Das meine ich für dich. Du sagst, ne, dass es okay ist, Religion zu beleidigen und. Und du hast gerade gesagt, wenn man Menschen beleidigt, dann ist es nicht okay. Was ist der Prophet? Ihr lacht doch auch über jeden Menschen für Heilige. Was tue ich gerade? Was tue ich gerade? Ich bin hier oben. Ich bin respektvoll zu dir. Warum bist du so respektlos und stumpf? Mohammed ist eine öffentliche Person. Ist genau wie Barack Obama, genau wie Merkel. Man darf darüber lachen, man darf es kritisieren. Babu. Wir folgen uns jetzt, ja, ne? Wir schreiben privat, okay? Wir schreiben privat und wir machen auf jeden Fall die Debatte bei mir oder bei einem Christ, was ich dir schreiben werde, okay? Und lass alles mich jetzt bitte, ohne mich zu unterbrechen, eine letzte Rede an die Muslimen inshallah halten. Und Dino, bitte unterbrech mich auch nicht. Salatu wassalam wa rasulillah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An alle Muslimen, die hier drinnen sind. An die muslimischen Geschwister. Wallahi billahi ta'ala. Hört nicht auf diese Mushrikin. Hört nicht auf deren Wörtern, was die hier rum erzählen, was auch immer. Wenn die irgendwas über Koran sagen, so nehmt es, schreibt es inshallah ta'ala auf. Bitte hör auf zu kommentieren, Dimo. Wenn ihr davon keine Ahnung habt, geht dahin und guckt, was ein Wissner sagt. Guck mal, was ist los mit dir? Sag ihm doch mal was. Was? Bin ich hier Moschee, Mann? Sei doch mal ruhig. Du respektloser. Bin ich hier Moschee? Moschee? Wir kennen alle das Gesetz, was ich sage. Das ist keine Beleidigung. Ja, aber predigen wir. Lass mich doch mal ausreden, Mann. Was ist los mit euch? Ja. Mushrikin, Kuffar, Murtadin. Babu, kannst du ihm stummen kurz? Kannst du ihm stummen bitte? Babu, du weißt, kannst du ihm bitte nicht stummen? Weißt du, was sein Ziel ist? Guck mal, sein Ziel ist morgen, sagt er, warte, er nimmt auf, warte, er nimmt auf und geht zu Hamdi. Guck mal, ich hab die erfordert zum Debatter, die kommen nicht. Doch. Oh Gott, ja, ich kenne dich, müsste zum lieber Hadith und so weiter. Ja, du bist ein Jahil. Aber ich kenne dich doch sehr gut, Mann. Ich kenne dich doch sehr gut. Laber keinen Mist, Alter. Junge, es gibt tausende Du willst nur hier dein Leute besagen, hier, guck mal, der hat Angst vor mir. Alter, du, der Einzige, der Angst hat, bist du das. Weil alleine sagst du, kommst du mein Live und dies und das. Mann, er sagt doch, ich bin da. Machen Uhrzeit, wir kommen, wir gehen live. Nein, ich sei nicht ruhig. Also laber keinen Mist hier. Okay? Seit halber Stunde predigst du hier, Alter. Wo sind wir hier? Am Freitag heute? Sei doch mal ruhig. Was? Warum hast du Angst? Warum hast du Angst, mich ausreden zu lassen? Von dir? Ach, du redest doch seit einer Stunde. Du redest doch seit einer Stunde. Du hast Angst, dass du morgen dich blamieren lässt, Mann. Ich habe das alles aufgenommen, auf jeden Fall, Babu. Morgen kommt das. Ja, deswegen, ich weiß das. Ich weiß das. Dino, morgen kommt inshallah ein Video. Ich weiß das. Wir schreiben, ne, Babu, wir schreiben. Wir machen morgen einen Tag ab, okay? Ja. Und poste mein Video. Salam alaikum an die Geschwister. Salam alaikum an die Kuffar.
Na, la tolla, na, na, astaghfirullah. Drei bitte. Mafoma, hallo. Mafoma. Mafoma, es ist laut bei dir. Es ist laut. Es ist laut bei dir, Mafoma. Mafoma, wenn du reden willst, entstumm dich. Der ist weg. Ja, wenn ich jetzt in seinen Kanal gehe, wird er mich direkt stummen. Das will ich nicht schon wieder. Wir gehen bei jedem neutral. Aber gestern war er mit mir live. Gestern war er mit mir live. Er wollte aus mir. Ja, ja. Gestern war er mit mir live. Gestern war er mit mir live und da wollte er aus mir das Steak machen. Verstehst du, was ich meine? Ich kenne ihn sehr gut. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht ist er vernünftig jetzt. Verstehst du? Am Ende kam sein Gesicht. Verstehst du? Carlo, warte. Carlo, warte. Baba Muslim, du würdest doch diese Falle nicht reinfallen, ne? Natürlich nicht. Das war doch Falle, richtige Falle, ne? Ich kenne diese Sache. Du bist doch kluger Mensch, ey. Diesem Falle fällst du doch nicht rein. Ich habe gesagt, in eine neutrale Live, wo jeder seine 5 Minuten Uhrzeit bekommt, kennt ihr diese Live-Show? Ja, diese Match, ja. Diese andere Live-Show, dass jede 5 Minuten bekommt zum Beispiel und keiner kann reden in meiner Zeit. Wir haben jetzt 70 Zuschauer, ne? Ich spucke auf mein Grab, ne? Wenn er morgen das Video nicht postet. Ich spucke auf mein Grab. Wenn er dieses Video, was er gerade aufgenommen hat, nicht postet. Verstehst du hier? Guck mal, Ex-Muslim und Carlo haben die Angst vor mir. Mann, ich kenne ihn doch. Die haben gleiche Sache mit mir gemacht am Anfang. Gleiche Sache. Angeblich, ich bin Christ und was weiß ich und keine Ahnung. Und die lassen mich nicht mal eine Frage stellen bei deren Live. Die blockieren mich sofort. Hey, übrigens, wer hat ihn überhaupt beleidigt? Also ich habe ihn nicht angeschrieben, nicht beleidigt. Jetzt zum Schluss ja, aber das ist doch nicht normal. Erstmal sagt er, ihr seid etwas älter und dann sagt er, Digga, und sei mal ruhig. Das ist nicht normal, ja. Und ja, dann genau, will er euch in eine Falle locken, also bei sich dann rein, holt sich dann vielleicht 20 Berater und dann kann er stumm und tun und machen, was er will. Mhm. Da würde ich wirklich auch, er ist ja hier reingekommen, er ist ja in diesen Live reingekommen, da soll er dann auch wieder reinkommen, wenn er was zu sagen hat. Ich verstehe das nicht. Ich kann mich trotzdem nicht widerlegen, ich weiß da, also da kenne ich mich sehr gut. Babu, der hat doch vorher, am Anfang, wo ich reinkam, da hat er gesagt, ihr redet mit Christen nicht. Er redet mit Christen nicht. Sei still, geh weg hier. So, ja. Das ist doch schon so ein Hass, ja. wo ich wirklich wütend war. Weil ich will wirklich meiner Religion niemanden aufzwingen oder schönreden oder Werbung machen. Mache ich nicht. Ja, ich höre mir an, was ihr sagt. Wir diskutieren drüber. Es gibt einen Punkt, wo man sagt, der Koran, dann reden wir, dann schreiben wir, dann lästern wir, dann tun wir. Okay, aber wir haben ihn ja persönlich nicht angegriffen. Das ist ja sein Buch. Das ist unser gutes Recht. Also ist es ja nicht zu kritisieren, dann soll er auch nicht reinkommen. Ja? Ich kann ihm seinen Koran sogar fertig machen, ohne Hadithe. Ohne Hadithe. Ich kann ihm seinen heiligen Koran fertig machen. Und er weiß das genau, verstehst du? Er weiß das genau. Also so respektlos, weißt du, weil die denken immer, die Muslime sind immer respektvolle Menschen. Also wenn sie keine Argumente finden, dann kommen sie wirklich an mit laut und dann schreien und beleidigen, ja? Genau, weil der Islam ist perfekt. Wenn man überzeugt ist, würde man keine Angst haben, egal wie und wo oder wo. Ja, warum hat er dann Angst? Ja. Warum will er nicht neutral sein? Warum will er keine Match machen? In einem Match kann ich ihm nicht stummen, ich kann ihm nichts machen. In einem Match kann er reden, wie er will. Oder wir gehen zu jemand anderem und wir machen diese Countdown. Wir machen diese Stunde, diese Uhr. Jeder redet 5 Minuten, dann geht die Zeit automatisch zu der andere. Ich kann nicht länger reden. Das wird vorher geregelt und dann hat jeder seine 5 Minuten, gibt seine Argumente und Punkt. Warum will er das nicht? Also da muss er irgendwas im Hinterkopf haben. Ich kann es nur nicht verstehen. Islam perfekt, guck mal.
ist der Islam perfekt. Glaub mir, geh mal morgen in sein Live, wenn er live ist mit Hamdi oder so, und da wirst du hören, ah, ich habe die fertig gemacht, die haben Angst vor mir, die haben Angst vor mir, Debatte mit mir zu machen. Ich kenne ihn mal. Ich kenne ihn. Weißt du, wie viel Mal habe ich mit ihm geredet? Jedes Mal, Kafir hat meine Mutter beleidigt, hat meine Religion beleidigt, hat alles beleidigt. Warum? Nur weil ich ihm zwei Fragen gestellt habe. Ja, die haben ja genau vor diesen Menschen Angst, die den Islam verlassen haben. Ja, und da trauen sie sich nicht. Ich meine, als Christ oder als ganz normaler, ich sag mal, Atheist, der weder noch Moslem oder Christ oder Jude war, da können sie schön argumentieren. Da haben sie immer so einen Grund, dass sie dann jeden angreifen. Aber bei Ex-Muslimen, so wie ihr beide, das schaffen sie nicht, ja. Ich habe ihm gesagt, guck mal, wo ich ihn gefragt habe, ob Scharia, ne, ja, das Beste. Sofort ist er umgeändert, das Beste. Ob Scharia, ja, du willst dein Gesetz hier haben in Deutschland, ob Scharia, lass uns über Scharia reden. Kein Problem, kein Problem. Reden wir darüber. Ja, aber natürlich hätte ich auch, wir hätten ja über Sachen in der Scharia geredet, ja, natürlich. Ja, die Scharia ist ja, klar. Da sind viele Sachen, wir hätten ja Themen von der Scharia gewählt und darüber diskutiert. Aber ihr weiß schon, ich war ja oft dort bei denen, die geben mir gar keine Chance zu reden, die können nicht höflich bleiben. Meine Mutter wird beleidigt, gestürmt, runtergeschickt. Ich habe das Video sogar auf meinem anderen Account. Was willst du ja sagen? Ich war schon zweimal bei denen. Und du willst ja gut sehen. Von solchen Leuten habe ich so viel mit. Ja, Arafat, von solchen Leuten. Ja, von solchen Leuten, von seinen Sekten, ne, habe ich so viele Posts, ne, voll mit Hass und Bedrohung und gib mal Adresse. Ich weiß, ich kann das alles vorzeigen, ehrlich, aber ich bin nicht so. Komm einfach in mein Live und rede darüber. Warum? Ich bin jeden Tag ab 8 Uhr bis 12 Uhr manchmal live. Komm, soll einer von dem kommen? Der ist herzlich willkommen. Keiner kommt. Keiner traut sich. Ich habe ihn Sobald die ganze sehen, Zeit kann, reden lassen. Ja, ehrlich. Die ganze Zeit gestumpft. Danach sagt er mir, lass mich reden, du hast mich nicht geredet. Ich war die ganze Zeit stumm. Naja, wer laut ist, der hatte mal recht. So denken sie. Aber ja, so, es gibt ein Sprichwort auf Deutsch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja, immer vor allem immer, ihr seid älter, aber hat keinen Respekt. Ja, man muss auch mal ein bisschen schlucken und ein bisschen mal Pause. Er hat doch jetzt fast 15 Minuten lang nonstop gesprochen. Und dann immer, wenn einer zwei Wörter sagt, dann hat er immer gesagt, ja, lass mich ausreden. Ich meine, es kam ja gar kein Argument, nichts kam da. Also ich habe nichts verstanden. Er will nur einen Streit, aber weiß nicht, mit was er streiten soll, ja. Und das ist sein Freund, der beleidigt hat. Ehrlich, der ist ein Muslim. Da kommt, das ist deren Taktik. Da jemand macht sich als Christ hier und kommt mit ihm. Sofort sind die zusammengekommen. Und sofort habe ich gesagt, ich bin Carlo. Der Christ hat da sofort gewusst. Ah, Carlo, Alter. Ich weiß nicht, du bist. Ich war einmal bei denen, Freunde. Ich habe denen gesagt, bitte, ihr sollt mich zurückholen zum Islam. Ihr wollt doch Belohnung vom Allah. Bitte lasst mich debattieren, holt mich hoch. Die wollten nicht. Ich schreibe das im Text. Ich schreibe, ihr wollt doch Hasanat. Ihr wollt doch Belohnung vom Allah. Holt mich hoch. Ihr könnt mich überzeugen. Die wollten nicht. Das war wirklich so verrückt. Die haben mich dann gestummt. Ja, Sphinx, Ryan kennt der Islam perfekt, der Islam perfekt. Geh mal und sag Hamdi, warum nimmst du... der Islam perfekt. Der Islam wird siegen. Ja, ja inshallah. Der Islam perfekt. Ja. Sag Hamdi, warum nimmst du Carlo nicht hoch? Sag ihm, warum nimmst du Carlo nicht hoch? Oder Joker, warum nimmst du Carlo nicht hoch? Die sagen, nein, der ist ein Christ. Alter, da musst du dich mehr freuen, wenn ich ein Christ bin. Musst du dich mehr freuen. Ich sag, nein, ich bin kein Christ, ich bin Ex-Muslim. Nein, du bist ein Christ, du tust so, ob du Ex-Muslim bist. Alter, komm, frag mich was.
Komm, lass uns darüber reden. Nein, du hast ja nichts zu suchen. Dann blockieren die mich sofort. Ich war bei dir. Denkst du, habe ich Angst? Okay, kein Problem. Ich habe auch nicht mal Hälfte Wissen vom wie Babo, ehrlich. Aber was ich weiß, reicht auch für die, um fertig zu machen. Was also ich weiß, habe euch beide beobachtet und viel gehört. Also ihr habt mehr Wissen wie 100 Muslime zusammen. Ja? Davor habe ich Respekt. Ich habe mit Araber debattiert, mit richtigen Scheichs, also richtigen Imams debattiert auf Arabisch. Also, du denkst, meinst du, ich habe Angst vor solchen Deutschland-Euro-Shisha-Müsli? Ja, Babo, tausendmal die ganze Sekte, ne, waren die 6, 7 Leute, ne, und ich war echt, und da haben die gesagt, du bist kein Muslim. Ich war live, ne, habe ich Kamera aufgemacht, habe ich Korans gezeigt, habe ich Ayat al-Baqarah gezeigt, die hängt am, ich habe gesagt, sagt mir bitte, welcher Christ oder welcher, der ohne Religion hat sowas zu Hause, sag mir das. Ich häng doch nicht so ein Bild in der Wand. Meine Familie ist noch, also ich bin hier Ex-Muslim, aber meine Frau glaubt das andere. Muss ich doch nicht runternehmen. Warum soll ich sowas in meinem Wand machen? Aber unter den Muslimen sind sie ja auch verhasst oder hassen sich gegenseitig. Ne? Vorhin sagt er, Alhamdulillah, ich bin Sunni und nur Sunni ist die wahre Religion. Was ist denn jetzt mit Schia? Jetzt, was ist mit den Aleviten? Was sind mit den Drusen? Was ist mit den anderen? Ja, die sind alle, ich meine, ich verstehe nicht diese Gruppe dann, dass sie immer noch im Islam bleiben. Ne? Das ist auch so, ich finde das gut, wenn sie das immer sagen. Ja, je mehr sie so solche Dinge sagen, desto mehr verlassen sie den Islam. Ja? Mido? Ja, bitte? Dein Ziel ist, dass die Menschen den Islam verlassen, ne? Das ist nicht unbedingt mein Ziel, aber wenn ich solche Leute sehe, dann seid ihr selber schuld. Man hört es dir raus, dass du einen Hass hast. Ja, dann ist es so. Aber wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Kommst du mit Blumen und Geschenke gegenüber den Christen, den Juden, den Buddhisten, den Hindus? Ihr habt doch überall Probleme. Ich guck mal, das ist wie bei den NS. Ja? Ich sag nicht den Namen, ich spreche den Namen nicht aus. Aber ihr habt dieselbe Ideologie. Wenn da irgendwie eine Ideologie kommt, die versucht, andere Menschen zu unterdrücken, zu verfolgen, zu hassen und ihre Ideologie über die aufzusetzen, aufzuzwingen, dann habe ich einen Hass. Dann bekämpfe ich das auch. Bewusst sogar. Wo hat der Islam keine Probleme? Buddhistische Länder Probleme, in hinduistische Länder Probleme, in christliche Länder Probleme, in jüdische überall Probleme. Aber die anderen Religionen kommen miteinander, ich sage nicht alle friedlich, nicht alle perfekt, aber die kommen miteinander besser klar. Warum der Islam nicht? Weil der Islam versucht immer, seine Religion allen anderen aufzuzwingen. Die sagen mir, wie die Bibel funktioniert, den Juden sagen sie, wie die Tora richtig ist und dann solche Dinge, das lasse ich mir nicht bieten. Ja, ihr habt eure Religion, ich habe meine Religion. Seid friedlich, macht das unter euch, macht es zu Hause, provoziert niemanden, ärgert niemanden, diskriminiert niemanden. Wirst du angegriffen von den Muslimen? Ja. Wann denn? Wo denn? Überall. Wo denn? Ich komme aus einem islamischen Land. Ich bin deswegen abgehauen. Ich sag dir nicht, wo ich herkomme. Aus welchem Land kommst du denn? Brauch ich dir nicht sagen. Ich komme aus einem islamischen Land, das über 99% islamisch ist. Was suchen jetzt? Na, ist doch egal. Was willst du damit jetzt bezwecken? Was willst du damit jetzt? Guck mal, die Juden, die mögen die Christen auch nicht. Nur mal so zur Info. Ist ja okay. Ist ja auch okay. Die Juden verabscheuen auch. Machen wir Nackentherapie? Lass mich doch ausreden. Ich habe dich die ganze Zeit ausreden lassen. Ja. Die Juden verabscheuen auch die Christen und die sagen, der Jesus ist kein Gott. Guck mal, wie die Christen in Israel da angespuckt werden, geschlagen werden, sogar teilweise sogar noch getötet werden, weil sie nicht an sowas auch glauben. Und du sagst zu mir, ihr versteht euch mit dem Judentum?
Hör auf zu schwätzen. Du bist nur ein Rassist. Pass auf. Warte, Ryan. Dino. Ryan, sind... Dino, du bist Ex-Moslem? Ja. Hast du gebetet? Soll ich jetzt anfangen? Ich habe dir eine Frage gestellt. Ich will dich nicht mal beleidigen. Warum willst du beleidigen? Ich habe schon mal eine Frage gestellt. Hast du gebetet in deinem Islamtum? Oh ja. Hä? Oh ja, mal Essaf, ja. Mal Essaf. Hast du gebetet, wo du Moslem warst? Ja, ich sag dir, wenn du Philistiner bist, sag ich doch mal Essaf, ja. Hast du gebetet? Mal Essaf, ja. Dann sag mir bitte die Teshahud auf. Oh Gott. Und wenn ich das sage, was dann? Sag es mir nur auf. Wenn ich das sage, was dann? Du kanntest es selber nicht damals, Ryan. Ich habe dich damals die gleiche Frage, du kanntest es selber nicht. Hast du Zwischenzeit gelernt oder was? Siehst du, die wollen das. Ryan betet nicht, der ist kein Muslim. Guck mal. Sag mir Surat al-Kuffar. Sag mir doch die Teshahud. Sag mir Surat al-Kuffar. Du bist der Muslim hier. Ich bin Ex-Muslim. Sag mir Surat al-Kuffar. Ich habe dir eine Frage. Das ist der kleinste Vers. Sag uns nur Kautar. Sag uns nur Kautar. Das ist die kürzeste. Ja, sag mal Kautar. Sag uns nur Kautar. Das sind drei Versen. Sag. Ja. Dino, ich habe dir doch eine Frage gestellt. Sag uns Surat al-Kautar. Das ist die kürzeste Sura. Sag uns Ryan. Sag mir das. Das sind drei Sätze. Sag Al-Kawthar, ich sag das. Drei Sätze. Sag Al-Kawthar, fasalli rabbika wanhar, inna shanika huwa al-abtar. Jetzt sag du mir. Hast du gegoogelt? Er hat gegoogelt. Hast du gegoogelt? Ich hab gegoogelt. Was bedeutet das? Sag mal die Bedeutung, bitte. Sag mir die Bedeutung, bitte. Jetzt hab ich sie gesagt, jetzt sag mir die Teshahud auf, komm. Nicht du, Babo. Nein, ich sag das nicht. Ja, warum? Warum erzählst du den Leuten hier, dass du ein Ex-Moslem bist, wenn du noch nicht mal gebetet hast? Nur um dazu mit dem Strom zu schwimmen und zu sagen, ja, ich bin Ex-Moslem, ich gehöre zu den neuen Christen. Du sprichst doch Arabisch. Ach, glaubst du, alle arabische Leute können Dings oder was? Muss man Muslim sein, damit man den Islam entlarvt? Lass ihn reden. Rede weiter, Ryan. Dino, ich habe dir eine Frage gestellt, dann hast du mir eine Frage gestellt. Dann habe ich dir Kautar vorgelesen. Jetzt warte ich, dass du mir Dix Teshahud vorlesen tust. Und wenn also ich was das vorlesen, mache, was musst du in deinem Kopf hast. Wann ich das mache, was man? Sag es mir doch auf, du musst es nicht. Wann ich das mache, was denn? Wann ich das mache, was denn? Sag es mir doch nur auf. Nein, was denn? Dann glaube ich, dass du Ex-Muslim bist. Und dann? Dann glaube ich, dass du Ex-Muslim bist. Und jetzt glaubst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Ja, dann glaub nicht. Und ich bin nicht Ex-Muslim oder nicht, Ryan? Guck mal, Babu. Was macht das für einen Unterschied jetzt? Komm gleich zu dir, Babu. Gib mir nur eine Minute. Dino, sagst du mir das jetzt auf oder nicht? Nein, sage ich nicht. Warum erzählst du den Leuten, dass du Ex-Muslim bist, wenn du noch nie Muslim warst? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Deswegen sage ich nicht. Ich rede mit dir zum ersten Mal. Hier muss man nicht jemanden. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir eine Frage gestellt. Nein. Du bist ein Lügner, bist du. Ja, ich bin ein Lügner. Du warst noch nicht mal in der Religion drin und erzählst den Leuten, ich bin Ex-Muslim. Die wollen nicht gegen mich debattieren. Die wollen nicht das, die wollen nicht das. Warum kommst du? Komm, lass uns debattieren dann. Ach, guck mal, du willst die Partei. Ja, komm, du bist doch Muslim, verteidige doch deinen Islam, warte. Ja, ist doch egal. Lass uns die Partei, dann reden wir darüber. Ja, okay, dann reden wir darüber. Kein Problem. Babo. Aber ich muss dir nicht beweisen, ob ich Ex-Muslim oder nicht. Du bist für mich sowieso nichts. Aber was willst du damit beweisen, wenn das auch nicht ist? Auch wenn er ein Jude oder Christ oder Atheist immer war, was willst du jetzt damit beweisen? Dass er vom Koran gar keine Ahnung hat?
Wann er sich als Ex-Muslim ausgibt, nur damit er Aufmerksamkeit hier bekommt von den Leuten. Weil hier musst du ja auch Ex-Muslim sein, damit man hier Aufmerksamkeit bekommt. Warum haut ihr ab dann? Dino, guck mal, ich habe dir eine Frage gestellt, du hast nicht geantwortet. Rede nicht mit mir, fertig. Sag doch, lass uns darüber reden. Debattieren einfach. Ja. Was du kannst, ist nur Scharia erwähnen. Guck mal, wir leben in Deutschland. Wir sind schon in der Scharia hier drin. Wir leben schon in der Scharia. Ja. Was meinst du, was ich erwähnen kann, ist Scharia. Ich verstehe nicht. Ich meine nicht dich, ich meine den da unten, der möchte gern Ex-Moslem. Du weißt gar nicht, was Scharia bedeutet. Du siehst nur, Gewalt töten, Scharia, das ist nicht. Das Einzige. Ehrlich? Echt? Ist das dein Ernst? Komm, Dino, hör auf, Leuten. Du redest mit ihm, dann sagst du Babu, was soll das? Der redet die ganze Zeit mit mir, Mann. Nee, Babo. Du auch, hey, was willst du mir jetzt sagen? Wo warst du die ganze Zeit? Urlaub. Echt? Warst du für 3 Monate Urlaub oder was? Ich war vorher einen Monat weg. Wow. Ja. Ich hab gedacht, nach dieser Departierung, wo sie dich fertig gemacht haben, bist du dann runtergetaucht. Welche Debattierung? Ich habe gar keine Debatten geführt. Babu war in Saudi-Arabien, in Mekka, der hat gepilgert. Ich habe meine Sünden gewaschen in Mekka. Ja. Welche Debatte meinst du, Ryan? Ich habe doch im Beziehung mit niemandem richtig debattiert. Die sind alle abgehauen. Ja? Ich habe ein paar Videos gesehen gehabt, wo sie dich debattiert haben und... Die meine Videos stehen auf YouTube, macht Babu Ex-Moslem, ihr werdet sehen, die ganzen live, 11 Stunden, 6 Stunden, da sind ja auch die komplette Videos, wo man alles sehen kann, ungeschnitten, also ne, ohne Tricks, nicht das, was die Muslime machen. Da ist das komplette Video, ne? Was ich gesagt habe, was sie gesagt haben, dass sie die Hadithe nicht zeigen wollen, dass sie da tricksen und abhauen dann und beleidigen und spucken und so. Also, ja, ich habe Stein geküsst, Malik. Wie heißt dein YouTube? Ich habe keine eigene, das ist für einen Typ, so ein Kollege, der hier aufnimmt und postet. Babu, schreib, Babu Ex-Muslim, du wirst dann die Videos finden. Der Kanal heißt Islamaufklärung, Walla geil. Guten Morgen. Hi, Jakobus. Na, seid ihr noch nicht müde, meine Lieben? Gleich. Ich war schon im Bett, jetzt bin ich wieder aufgestanden, habe eine geraucht jetzt. Also gut getankt, ne? Gut getankt. Nee. Ich konnte nicht mal schlafen. Nein, ich wollte gerade schlafen, dann kam Tauhid und diese andere Nasirul Haqq, ne? die wollen jetzt eine Debatte machen, hat er gesagt. Wir sollen eine Debatte die Tage machen. Mal gucken. Welcher Tauhid? Es gibt ja 2, 3. Ist das der Albaner? Nein, der richtige Tauhid. Ja, das ja, dann ist das der Albaner. Ja, ich glaube, der kann Arabisch sprechen, kann der Türke quasi. Ja, genau. Ein bisschen Arabisch. Nein, der ist Albaner und der kann kein Arabisch, der kann nur Deutsch und der hat gar keine Ahnung von seinen Dings da. Der will sich doch selber in eine Pfanne schmeißen, der Typ. Der will aber, dass ich zu ihm gehe. Ich habe gesagt, nein, wir gehen auf einen Nein, zu ihm, das ist ein Heuchler, ich kenne ihn sehr gut. Der wird dich immer stumm, der wird dich nicht aussprechen, der wird dazwischen reden. Wenn gehst du zu einem Neutralen, der wirklich mit der Sache nichts zu tun hat, sage ich. Und ich habe gesagt, wir können zu jemandem gehen, der macht dann diese Uhr, ne, diese Live-Show mit Countdown. Da kann keiner reden, seine 5 Minuten, ich kann nicht dazwischen reden, du auch nicht in meine Zeit. Wir brauchen auch nicht miteinander zu reden, jeder gibt seine Argumente, aber ich weiß nicht. Mal gucken, ob er es akzeptiert oder nicht. Er wollte ja Neutrale haben, also einen Christen, obwohl er vorher gesagt hat, mit Christen redet er nicht. Ne? Der meinte, seine Freund, der ist Christ, aber der ist nicht Christ, der Typ war Muslim. Nein, als ich reinkam, der hat doch mich beleidigt, mit Christen redet er nicht. Ich soll still sein, als Christ. Ja. So. Oh. او كلبو يهاجر على الصحر فهمي قدوت لوبت لدربو دمج لا زادنا تريلي يا لوبت لدربو هاو بلوز بده ياكل حي طيبه بابو يا
In Marokko gibt es einige Artisten, die nicht gläubig sind. Und die können auch Arabisch, die wissen auch den Koran, die kennen auch alles. Aber das sind halt Artisten, die glauben halt an nichts. Und deren Arbeit ist halt hier, so wie du, den Islam schlecht reden. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Aber es gibt sowas in jedem Land. Jedes Land. Ja. Deshalb auch, wenn die Leute sagen, ja, der kann doch Arabisch, der ist doch Muslim gewesen. Ja, er kommt aus. Also ich bin Atheist geboren, willst du sagen. Aber er lebt den Islam nicht und kritisiert nur also, den Islam. Ich bin als Atheist geboren, ich bin als Atheist erzogen worden, ja, das meinst du? Wie du erzogen aber bist, Rian, was willst du denn? Ich bin in Marokko geboren. Was meinst du, was jedes Kind lernt Islam in der Schule, in der Moschee? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, irgendwas ist mit dir. Irgendwas ist nicht. Ryan. Also, Babu, irgendwas stimmt bei dir nicht. Warte. Du bist wahrscheinlich schuldig. Ryan. Ja. Ryan. Ryan, woher kommst du? Aus welchem Land kommst du, Ryan? Bra, ne sag, wie Schachs, Sare, wie Dina. Nein, ist egal, ich frage ihn mir. Woher kommst du, Ryan? Marokko, Bruder, der ist aus Marokko. Ich bin nicht aus Marokko. Doch. Aus wo? Aber Dino, ich rede nicht mit dir. Ich habe dir gesagt, du sollst ja, die Tashahud aufsagen. Nein, warte doch. Ja, dann sag mir, woher kommst du? Ich sag dir, wo ich herkomme. Sag mir, sag einmal, wo du herkommst. Guck mal, du bist kein Mann in meinen Augen. Du hast dein Wort nicht gehalten. Siehste? Dein Prophet aber war auch kein Mann. Aber bei mir wolltest du wissen unbedingt, wo ich herkomme, ne? Ja, ein normaler, du sagst, du kommst aus einem arabischen Land. Was ist arabisches Land? Ich habe nicht gesagt arabisch, ich habe gesagt islamisches Land. Ja, islamisches Land. Und jetzt verrate du, wo du herkommst. Uninteressant. Na, siehst du? Wenn er mir sagt, die Tashahud, dann bist du sagen. Wallah, sagt er nicht, die Tashahud, wenn dein Prophet kommt aus dem Grab wieder zurück. Ja, guck mal, das ist das Einzige, was du kannst. Vielleicht hat er sich das geschworen, nie wieder diese Gebete, diese nicht mal eigentlich nicht mal nützen. Das ist für uns unrein, ja, wenn mal, ich das jetzt, als ja. wenn ich jetzt nicht Muslim mal wäre und ich bin ausgetreten, dann schwöre ich mir, das nie wieder zu sagen. Warum ja, muss er das sagen? Mido. Ja, warum muss ich das sagen? Warum muss dann ich das sagen? Warum muss ich mich beschmutzen? Ich hab nicht gesagt, ich bin Muslim. Ja, du bist ich habe gesagt, ich bin Alhamdulillah, ich bin Christ. Ja, du bist Ex-Muslim. Leute. Wallahi, wartet, Leute. Ja, ist gut. Jakobs, Mudi. Vielleicht haben wir dich auch zum Ex-Muslim. Könnt ihr euch mit arabischen Ländern aus? Dann sag doch mal die Tashahud, Mido. Halt deine Fresse, du. Rede anständig, du dreckiger Hund. Rede anständig. Warum? Dein Prophet ist ein Hund, Mann. Ja, mein Prophet. Okay? Rede anständig, du dreckiger Nuttenkind. Ja, rede okay. Oh. Ja. Also, das reicht, bitte. Keine Beleidigung, der will nur den Stream gefährden. Ja, ja. Der ist immer so. Ich habe ihn gar nicht mehr hochgelassen früher. Ich habe ihn nie wieder hochgelassen, weil der war immer unhöflich. Keine Ahnung. Ja, du hast beleidigt. Was ist das für ein Wort? Bruder, das ist der Typ, der braucht das. Er braucht dieses Quälerei. Der will selber so gequält, weißt du, gedemütigt, runtergesetzt, dass du ihn provozierst. Der braucht das. Der Junge, der ist wirklich, der braucht das. Nein, die wollen das nicht wahrhaben. Die wollen das nicht wahrhaben, dass es Millionen von Ex-Muslimen gibt. Die wollen das einfach nicht wahrhaben. Ja? Ryan, ich sag dir, ich bin Ex-Muslim. Wenn du mich beleidigst, dann beleidige ich deinen Prophet und deinen Gott sogar auch. Das habe ich euch tausendmal gesagt. Also komm ja nicht hier mit an, beleidige nicht. Ich beleidige dich nicht, sondern genau da, wo ich dir wehtue, okay? Bradino, hast du den Account jetzt gewechselt oder hast du jetzt einen neuen Account jetzt? Ich bin da, Warnung habe ich bekommen, könnte ich nicht hochkommen mit Babo, deswegen habe ich mit meinem zweiten Account gekommen. Ach so, das meinst du, also du hast zweiten Account, das meine ich, habe ich nicht gesehen. Solche Leute müssen drei, vier Accounts haben sogar. ja, ich habe ja auch zwei hier mit meiner und so, da bin ich auch auf dem Zimmer. Aber wieso kann ich die nicht folgen, oder? Ja, Jakob, so, woher kommst du? Aus Syrien? Ja, ursprünglich aus Syrien, Bruder, ja. Okay, sag mir bitte,
Du kannst dich ja ein bisschen mit Irak auch aus. Sag mir, was ist außer Mosul? Was ist Mosul? Sind die sunnitisch oder Schiiten? Mosul? Mosul. Eigentlich, was ich weiß, was ich jetzt gelesen habe, Mosul, das war ja überwiegend, ich glaube, sunnitische war das, ne? Wo war denn 99, ja, genau, 99% Sunniten. Ja, Sunniten war das, oder? Ja, ja. Ja. Im Süden, glaube ich, sind ein bisschen die Schia. Im Süden sind halt die Schia bei Basra, ja, genau, oder die Ecke, glaube ich, ne? Genau, genau. Ja. Also so habe ich das gelesen, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich die Frage kriege. Ja, nein, wir haben Ashuri da auch. Wir haben Ashuri, Shebek haben wir da, Ashuri haben wir da, Jesiden haben wir da. Richtig. Ja. Weil ich weiß ja, in den 30er wurden, 1920 bis 1930 wurden so viele Assyrer, Aramäer von uns nach Mosul geschickt unter der Macht der Engländer, weil damals war unter englisches Regime, sage ich jetzt, oder unter englische Macht, und die hatten ja halt die von den Kurden damals, wurden die geschlachtet, und die haben die gesagt, pass auf, ihr könnt erstmal hier kaputt haben, und dann sind die alle zum Irak, also zu Mosul, da die Ecke gegangen, Bruder, und dann in den 35er haben die alle Richtung dann Syrien, die Aramäer Richtung, wo Hasake ist und so, haben die alle rüber geschickt, ne, das waren die Engländer wieder, deswegen weiß ich ja, die hatten gute Kooperation mit der Engländer und die arabische Leute erstmal, und da kam diese Ba'ath, weißt du, ab dem 36 kam diese Partei Ba'ath und so mit Syrien. Mhm. Ja. Also so ist mir das im Kopf geblieben, verstehst du? So, mein Lieben, ich wollte eigentlich nur guten Morgen sagen, ich habe ja wirklich nur 5 Stunden fast geschlafen und ich muss ja wieder schon wieder arbeiten. Danke. Ja, ich muss auch gleich arbeiten. Gut, Bruder, ich mache auch nicht mehr so lange, ich gehe auch gleich schlafen. Ja. Alles klar, Bruder. Ich würde sagen, dann bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Ja, ciao, ciao. Ja, ich wurde jetzt eingeladen. Warum? Du hast gesagt, wir haben keine Ahnung. Ich wollte nur, dass du uns sagst. Ja, ihr streitet euch über Religion. Das ja. Ihr habt gar keine Ahnung, über was ihr redet. Ihr streitet euch einfach. Sinnlos. Das ist erklär uns auch. Heide, Salam alaikum, ciao. Ja. Allah mag. Alles gut. Alles gut. Viel Spaß noch. Ich glaube, der macht Party. Ja, das stimmt. Ex-Muslime machen Deutschland wachsam. Ich hoffe auch die ganze Welt. Bei Ryan, lernt irgendwas anderes außer Teshahud, Teshahud, Teshahud. Macht mal den Kopf, ich habe es euch 1000 Mal gelesen. Das reicht schon. Teshahud, das kennt doch jeder Moslem, der gebetet hat, kennt Teshahud. Ja. Die kamen immer alle mit dieser Teshahud, sagt Teshahud, die denken wirklich, ich habe nicht gebetet. Wirklich. Ich glaube wirklich, ich habe keine Ahnung. Ja, Freunde, ihr seid jetzt alle wach. Dino. Was willst du mit Dino? Lass die Leute in Ruhe, Mann. Ryan. Such dir eine andere Beschäftigung. Jetzt hast du gesehen, ich bin wieder da. Willst du jedes Mal kommen hier und uns verrückt machen? Ja, immer mehr verlassen der Islam. Sehr, sehr, sehr viele. Vor allem. Alhamdulillah, ala ni'mat al-TikTok. Ja, Alhamdulillah, ala ni'mat al-TikTok. Alhamdulillah, Aql. Ala ni'mat al-TikTok haben. Dank TikTok. Ja, la hawla wa la quwwata illa billah. Tarek, انت عراقي؟ عراقي مو من العراق. Cosinus. Dr. Mengele. Wirklich, ja. Die größte Religion ist der Islam, hat ihr gehört? Das ist doch ein Witz. Die erste ist Christentum. Ja. Ryan, der hat dich nicht beleidigt, der hat dir nur gesagt, das, was du brauchst. Ja.
Die Muslime gebären nur so viel unsere Länder, deswegen. Ja, und außerdem, die rechnen jeden damit, wie mich auch. Die ganzen Leute, die den Islam verlassen, sagen es ja in unserer Länder nicht, deswegen werden sie immer trotzdem dazu gezählt. Es gibt keine richtige Zählung, Leute können sich ja nicht äußern. Noch 2050, ja, schnell Kinder machen, viele Kinder gebären, wie Mohammed gesagt hat. Also, macht bum bum, gebärt viele Kinder, ich will mit euch angeben am jüngsten Tag. Das ist verrückt. Zum Christentum und bete ein Mensch. Alpha, Beta. Genau, 2050 wollen sie weiter Saudi-Arabien finanzieren. Ja, Stein anbeten. Fair ist, was ist los? Ja. Genau, Zuschauer, ja. Freunde, ich mache langsam Feierabend. Ja, ich bin müde. Ich bin über seit 8 Stunden. Ja. Ich bin so, Gott. Respekt. Ja. Ich bin seit 8 Stunden und 40 Minuten. Ja, du musst ein bisschen Kraft schöpfen wieder. Ja, schlafen. Mir wieder. Bevor ich wieder einen Monat untertauche, um meine Kraft wieder zu kann man regenerieren. So eigentlich dann wieder schlafen, nachdem, ich sag mal, du hast jetzt, sagen wir mal, 8 Stunden, ich war jetzt vielleicht 2,5, 3 Stunden dabei. Ich sag mal, du hast bestimmt 20 Leute, die dich so geärgert, wie jetzt hier die 2, die oder 3, die jetzt zum Schluss waren. Ja. Also da könnte ich jetzt, ich sag mal, so leicht nicht mehr einschlafen. Ich würde versuchen, also ich habe Kopfschmerzen von den Leuten, deswegen. Ja. Ich werde versuchen, also ich mache mir einen Film, eine Serie oder so, und werde einfach chillen. Ja, La Ilaha, ja, sehr gut, Jakob. Kuffar wie uns gibt es viele. Das ist ja auch gut. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass alle Kuffar werden, dass alle den Islam verlassen. Das ist ja das Ziel. Alhamdulillah. Ja, gute Nacht, Etanel. Danke dir für die Likes. Danke euch, Freunde, für die Unterstützung. Danke, ja, ihr seid wirklich die Besten. Leute, die noch nicht folgen, bitte folgt diesen Account. Ja. Mein anderen Account auch, Babu-Ex-Muslim. Ich danke Dino, euch, Freunde. Babo, danke auch. Schlaft schön. Danke, bitte. Alles klar, Chava. Sehr Chava. Gute Nacht. Danke dir auch. Die Unterstützung. Gute Nacht, ihr Lieben, ja. Gute Nacht. Take a beer. Ja, der Islam ist perfekt. Take a beer. Ja, Prost. Take a beer. Nimm dir ein Bier. Guten Morgen, Cosinus. Guten Morgen, Brudi. Ich wünsche euch guten Morgen, Leute, die jetzt schlafen gehen. Danke, macht der Liebe. Danke an euch alle. Ich will niemanden vergessen, Freunde. Ja. Ganz viel Liebe. Bis später. Okay, Jakob, mach ich gerne. Tschüss.